Hallöchen, guten Abend. Ja, jetzt die große Frage natürlich. Was ist neu an Heisi? Die Brille? Das T-Shirt? Richtig. La. Ich komme frisch vom Haare schneiden. Ist eine Huhu-Frisur sozusagen. Also von Huhu gezimmert, nicht vom Friseur. Ich bin aber ganz zufrieden. Ist halt einfach wieder kürzer. Und jetzt, wo der Sommer kommt... oder sowas ähnliches dann mal irgendwann, darf es ja auch mal wieder ein bisschen kürzer sein. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute Wreckfest Evening. Es wird wieder Blechsalat geben. Das freut nicht nur mich, das freut natürlich alle, die gerne Wreckfest spielen. Ich spiele das, wie gesagt, sehr, sehr gerne einmal pro Woche. Viel mehr muss ich nicht, möchte ich nicht. Aber dieses eine Mal, das habe ich jetzt wieder lieb gewonnen. Also ich fahre tatsächlich sehr gerne rum. Und ansonsten ist es draußen kalt wie... Was ist denn kalt? Kalt wie die Hölle? Nein, genau nicht. Aber es ist einfach kalt. Ich wollte eigentlich mit dem Roller heute zu meinem Vater fahren. Das habe ich mir dann schnell aber wieder anders überlegt und den Autoschlüssel geholt. Und dann ging es mit dem warmen Auto nach da vorn und dann die Strecke vom Parkplatz zu meinem Vater. Das sind 100 Meter. Eieiei. Also wenn ich das mit dem Roller gemacht hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich hier mit Schnupfnase oder gar nicht. Ich weiß es auch nicht. So, sagen wir mal guten Abend. Wen haben wir denn alles hier? Könnt ihr mir bitte wieder sagen, ob die Musik okay ist? Wie gesagt, ich kann es nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, ob sie zu laut ist oder zu leise. Userkraft, danke für den Resub im dritten Monat. Und übrigens natürlich auch noch vielen Dank, lieber Andi, für den Resub im vierten Monat. Der Userkraft schreibt noch, freut mich, dass ich schon 3 Monate durch via Twitch unter dich... Nochmal. Freut mich, dass ich schon 3 Monate dich via Twitch unterstützen darf. Fahre heute leider nicht mit, bin nicht ganz gesund, oje. Wünsche deshalb noch einen tollen Abend an alle aus dem verschneiten Niederösterreich. Ach stimmt, der Userkraft ist ja auch aus Niederösterreich, genauso wie der Arni und die liebe Brigitte. Besten Dank dafür und besten Dank natürlich nochmal Andi. So, dann haben wir hier den GTSOB. Das ist der Herr Fabian, guten Abend. Den Namen habe ich mir gemerkt, weil der Fabian ist derjenige, der für mich ein Ersatzteil bestellt hat fürs Lenkrad, weil er an der Grenze wohnt. Jetzt ist das Beste noch, ich habe das ja mit, also mir ist ja dieser Knubbel da abgebrochen, wo man das Ganze anzieht. Das habe ich hingekriegt, dass der tatsächlich mit Sekundenkleber halbwegs wieder hält. Ich habe es noch nicht im Extremfall getestet, wenn ich dann anziehe, aber so, man kann dran rum und da geht nichts mehr ab. Ist klar, weil jetzt habe ich ja ein Ersatzteil. Hätte ich das nicht bestellt, dann hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Ist jetzt aber auch kein Ding, weil wenn das Ersatzteil dann kommt vom Fabian, dauert glaube ich 4-5 Tage, hat er gesagt, also bis das nur schon bei ihm ist, dann muss es wieder noch zu mir, dann werde ich das ranmachen, weil hier dieses Geklebte, das ist jetzt wahrscheinlich einfach für den kommenden Sonntag. Und danach ist eh die Saison durch. Aber ich habe gesagt, also das ist jetzt, es geht um Formel 1, jetzt nicht irgendwie Wreckfest, da gibt es keine Saisons, da ist nichts durch. Da haben wir entweder Lust zu oder nicht. Aber Formel 1, ich würde da gar keine große Pause machen, wenn wir nicht gezwungen werden. Dadurch, dass zum Beispiel mein Lenkrad dann nicht mehr funktioniert, bla bla. Ich würde da weitermachen. Das würde heißen, am Sonntag ist das große Saisonfinale in Cebadaya, Dingens, Dröns, keine Ahnung, irgendwie da unten. Und am Sonntag drauf, wenn nicht irgendwo was abbrennt, dann würde ich sagen, fangen wir wieder von vorne an, wenn das für euch okay ist. Und dann startet eine neue Saison. Dann wird neu durchgemischt und dann werde ich angreifen. Dann werde ich unseren Arni holen. Naja, ob ich das dann schaffe, das sehen wir dann noch. Fabtendo! Nee, Blödsinn! Der Juwo! Oh, der Juwo verschenkt Subs ohne Ende. Ich konnte noch nicht mal guten Tag sagen. Lieber Juwo, vielen Dank fürs Abo an Fabtendo, fürs Abo an Queen2Gaming, fürs Abo an Ich Spinne. Nicht Ich Spinne, der heißt so. Und das Abo an 2 Stifte. Auch ein sehr schöner Name irgendwie. Und noch ein Abo an Pat Boone. Auch ein schöner Name. So, jetzt sagen wir mal noch Tag. Vielen lieben Dank, Juro. Sehr lieb von dir. Der Herr Ich Spinne ist da. Genau, das ist der mit dem Namen. Dann der Fabtendo. Hört gerade nicht mehr auf. Doch, jetzt Pat Boone. Das war der letzte. Dann haben wir den Andi. Da habe ich mich schon bedankt. Brigitte, Hallöchen. Guten Abend. Dann der F1-Zerstörer. Der gute Arni. Salü. Der Hutzi 1988, hallo und guten Abend, salü, Archen, salü, Fabtendo, habe ich gesagt, produktiver Mensch, heu produktiver Mensch, Tag Nightboard, altes Haus, F1-Zerstörer, der Juwo natürlich noch, der gerade die Abos verschenkt hat, und dann haben wir, glaube ich, alle, der Flomar, Hallöchen, auch noch guten Abend natürlich, und Luciandra sehe ich da unten noch, huhu, Lucy, Hallöchen, das ist wieder unser Host heute, einer der besten
wie soll ich das jetzt sagen? Das ist immer ein Problem, wenn ich ihn loben möchte, dafür, dass er Host ist, dann trete ich fast Mel Tanikan jeweils ein bisschen zu nahe, weil der ist der Host von Formel 1. Aber ich möchte die nicht gegeneinander ausspielen, aber Lucy Andra ist ein Weltklasse-Host. Also bei Wreckfest, das ist der Hammer, wie schnell alles geht. Ich sag's gerne immer wieder. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Meltanica bei Formel 1 nicht auch gut machen würde. Also nicht falsch verstehen. So, Sommerfragezeichen kommt doch erst in 4,5 Monaten. Ja, ich habe jetzt die Frisur halt schon mal dafür gemacht. In 4,5 Monaten habe ich wieder eine Mähne. Dann ist das wieder irgendwie so irgendwo hier unten wahrscheinlich. So, Floma habe ich Hallo gesagt, sage ich nochmal, Luciandra Salü. Und dann haben wir den Userkraft. Dir wünsche ich mal gute Besserung, was auch immer du hast. Ach, da steht nochmal das gleiche wie vorher stand, okay. Vorne und an den Seiten gehört noch was weg. Vorne? Nö, vorne ist dann, ich habe ja nichts mehr da vorne. Arni, dann habe ich eine Glatze, wenn ich vorne auch noch was wegmache. Nee, an den Seiten stimmt, ja, an den Seiten könnte ich auch noch mal irgendwie was machen. Das war jetzt aber auch eher ein Schnellschuss, muss ich gestehen. Irgendwie mir fiel irgendwie so vor einer Stunde ein. Irgendwie stören mich die vielen Haare langsam, auch mit dem Kopfhörer etc. Ist einfach auch zu warm. Hier im Zimmer, draußen nicht, hier im Zimmer drin. Und dann haben wir das ganz spontan gemacht. Also das ist vielleicht tatsächlich noch nicht das Finale. Vorne würde ich es lassen, aber auf der Seite kann sicher noch mal ein bisschen was weg. Das denke ich auch. Im Großen und Ganzen okay, schreibt er noch, der Arne. Ich werde es ausrichten. Dankeschön. Hallo Daniel Cat-Fan, salü, hallo zusammen, hallo Chefe, hallo Daniel, hallo Arni, hallo Brigitte, hallo Rest. Dann haben wir den Seeadler 14, auch ein schöner Name. Ihr habt teilweise wirklich sehr schöne Namen. Moin, heiße Grüße vom Bodensee. Ach, schau an, der Herr Seeadler 14 ist auch vom Bodensee. Bin ich eben auch. Ja, tatsächlich. Eine schöne Gegend soweit, also finde ich zumindest, sonst würde ich nicht hier wohnen. Und ich wohne hier doch schon ein paar Monate. Das muss man dann schon auch sagen. Also eigentlich, seit ich 3 Jahre alt bin, wohne ich hier. Davor wohnte ich da, wo ich auf die Welt gekommen bin. Das war im Kanton Thurgau. Jetzt ist es raus, jetzt habe ich es gesagt. Nein, aber der Kanton Thurgau hat halt so ein bisschen seinen Ruf, sagen wir mal so. Aber ist ein schöner Kanton. Ich fahre oft mit dem Roller im Kanton Thurgau rum. Im Sommer natürlich, wenn das Wetter passt. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Da ist halt wirklich noch sehr viel Natur. Also da ist alles grün. Klar, es gibt auch Städte, da ist nichts grün, aber so außenrum ist halt alles grün mit so Apfelbäumen und so. Das ist schon sehr schön. Also zum Rollerfahren ist genial da unten. Weißt du, was Gratin ist? Ich spinne. Also der, ich spinne, der heißt so. Gratin, ja, das ist so Kartoffel. ja, Kartoffelgratin halt. So irgendwie, was macht man denn damit? Ich bin nicht Koch. Stampfen, löten, drehen. Keine Ahnung, aber das müsste das sein, wenn du das mal. Und warum fragst du das? Isst du das gerade? Damit kannst du mich nicht triggern, ich habe gegessen, ich bin satt. Zumindest so bis 9 müsst's halten, wahrscheinlich habe ich dann wieder Hunger bei Wreckfest. Habe ich eigentlich immer. Hallo Hunzi nochmal, Hallöchen. Und Carinthia, Hallöchen, guten Abend. Jetzt bin ich hier angekommen, wo der Juwo die Abos verschenkt hat. Sag mal, schreibt sonst keiner was zur Frisur? Ich dachte, jetzt geht's hier rund von wegen. Mein Gott, jetzt sieht er aus wie... Keine Ahnung. Irgendwie sieht er aus. Nein, aber da kann es auch nicht so eine große Veränderung gewesen sein. Also dann ist ja okay. Da muss ich wenigstens morgen... Also ich weiß zwar nicht, ob das klappt morgen, aber morgen wäre halt wieder Bandprobe. In der Kneipe. Zwei Bier trinken. Ich habe schon Angst, dass da dann die Sprüche kommen, weil so oft schneide ich die Haare nicht. Also von daher, aber schön, dass ihr euch so zurückhaltet. Ich weiß das zu schätzen. T-Rex Dino Dorado, guten Abend, Hallöchen. Vielen Dank, Kaisi, mit Herz. Ach, Lucy, da musst du dich nicht bedanken, das ist so. Das ist definitiv so, dass du das extrem gut machst. Eine freudige Mittwochabend mit Heisi und Action, reiches Rennen und großen Metallschlacht mit der Community. Ja, Fabian, ich hoffe, das gibt's heute. Das wird es auch geben. Wir fangen so, ja, wie immer, würde ich sagen, so 8:45 herum, ist das okay? Vielleicht auch 8:40, ich muss mal gucken, dass wir irgendwann so um den Dreh rum beginnen. Guten Abend, P51 Mustang 06. Sag mal, ihr habt Namen? Guten Abend, Herr P51 Mustang 06. Herzlich willkommen hier bei uns. Irgendwie sind gefühlt alle schon mal dran gewesen. Achso, wegen den Strecken. Mach mal einen Vorschlag. Der Archie hat noch geschrieben, genau wegen 4 neue Strecken fahren. Warum habe ich das denn nicht gesehen? Ach, hier oben ist es. Okay.
Ja, das macht der Lucy. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und Lucy Andra, eben, er hat geschrieben, da sind gefühlt alle schon mal dran gewesen bei diesen Strecken. Danke für den Follow, Svensen. Svensen. Okay, dankeschön. Ja, ich weiß es nicht, ob da schon alle dran gewesen sind, aber gefühlt würde ich tatsächlich das bestätigen, was Lucy Andra sagt. Also, gut, ich bin zwar sowieso der die ganze Zeit jammert, ich kenne die Strecke nicht, die muss neu sein. Das liegt aber eher an mir, nicht an den Strecken. Grante ist meckern auf Bayerisch. Ach so, granteln. Ich habe das, ach so, ich habe Grate gelesen. Ich dachte, das L ist ein I. Ein aus Versehen großgeschriebenes I. Dann wäre es eben Grate. Und das ist eben das mit Kartoffelstock. Granteln ist meckern auf Bayerisch. Ja, nicht nur auf Bayerisch. Granteln kann man auch in der Schweiz. Stimmt das überhaupt? Doch, doch. Ja. Wobei granteln ist eher etwas, was man sagt bei älteren Leuten. Also, dass einer ein Grantler ist, das ist meistens ein alter Mann. Oder, ja doch, ein Mann, nicht eine Frau. Der halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nicht wirklich ein berauschendes Leben hatte und deswegen die Mundwinkel zick nach unten sind. Das sind bei uns auch Grantler tatsächlich. Brudeln. Ach, beim Juwa heißt das Brudeln. Das habe ich jetzt aber noch gar nie gehört. Was zum Geier ist denn Brudeln? Ja gut, eben Brudeln ist halt Granteln. So, hier lernt man sogar noch was. Heißt, deine Flips sind weg. Ja, die sind weg. Die sind nicht weg, die sind hier. Seht ihr jetzt gerade nicht. Hier, Bauch. Meiner. Die habe ich tatsächlich gegessen. Ich habe aber schon eine neue Packung. Die liegt nur noch nicht hier, weil sonst hätte der Adi wieder geschrieben. Die liegen noch draußen. Die haben wir heute Nachmittag noch gekauft. Oder gestern, glaube ich, war das. Deine Frisur sieht sehr gut aus. Danke, Fabian. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, ja, aber danke. Viel mehr kann ich da nicht sagen. Ich wohne auf der deutschen Seite vom Bodensee. Ah, okay. Genauer gesagt in der Nähe von Konstanz oder noch genauer in Allensbach am Gnadensee, welcher ein Teil vom Untersee ist. Oh, okay. Kenne ich tatsächlich nicht. Seeadler. Ich wohne hier auf der Schweizer Seite, Rorschach. Das habe ich schon oft genug gesagt. Das ist kein Geheimnis mehr. Kennst du vielleicht? Ich kenne Allensbach nicht und ich wusste auch nicht, dass es einen Gnadensee gibt. Tatsächlich, muss ich gestehen. Ihr seid genau die andere Seite hier. Den Untersee kenne ich natürlich. Da ist ja noch Steckborn. Auf der Schweizer Seite ist da noch Steckborn. Was haben wir denn da sonst noch? Ja, sonst noch ein paar so Käfer. Das hat wieder Thurgau da unten. Hab den Unterschied mit der Frisur nicht mal gemerkt. Ach, Carinthia, okay, du hast aber schon Bild. Oder machst du einen Podcast raus und hörst das nur? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Kann man ja machen, wie man will. Es wird ja keiner gezwungen, das Bild anzugucken. Muss man nicht. Ich finde es schon komisch, also ein Heisi mit langen Haaren ist ein für mich schönerer Heisi, wie ein Heisi mit kürzeren Haaren. Mach aber wie du willst mit den Haaren, sind ja deine. Das ist sehr lieb von dir, Fabtender. Danke, dass ich mit meinen Haaren machen darf, was ich möchte. Finde ich schön. Nein, im Endeffekt, mein Gott, die wachsen sowieso so schnell wieder nach. Also ich werde in 2 Monaten wieder längere Haare haben. Und jetzt fand ich es einfach mal nötig. Die waren für meinen Geschmack tatsächlich zu lang. Also weil zu lang gefällt mir dann halt irgendwann auch nicht mehr. Ist einfach so. Sieht aber gut aus. Danke, Carinthia. Sehr lieb von dir. Zecke Tobias, guten Abend. Salü. Und Hallöchen, Herr Dübo. Guten Abend, Mr. Dübo. Eine Glatze wäre auffälliger. Ja, das ist wohl wahr. Steht mir überhaupt nicht. Ich habe mal... Nee, ich habe nicht eine Glatze gehabt. Was hatte ich denn mal? Ach so, ja doch, zu Militärzeiten. Mit 20 musste ich halt in die Rekrutenschule, wie jeder Schweizer oder wie die meisten halt. Und da hatte ich die Haare mal ganz kurz. Und daran habe ich mich nie gewöhnt. Also in den ganzen 17 Wochen, die man da war. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, dachte ich, nein, nein. Ich habe kein Gesicht für sehr kurze Haare, behaupte ich. Oder ich bin mich halt nicht gewohnt. Weil ich eigentlich ein Leben lang eher längere hatte. Außer als ich jünger war, da durfte ich nicht. Da haben meine Eltern gesagt, nö. Und kaum war ich irgendwie von zu Hause weg. Wann bin ich denn ausgezogen? So mit 22, so um den Dreh rum. Da habe ich sie dann tatsächlich relativ lang wachsen lassen. So richtig aus Trotz oder beziehungsweise weil ich jetzt halt kann. Und das hat aber auch nicht lange angehalten. Und ansonsten wisst ihr ja, was ich für eine Frisur habe. Die ist halt mal länger. Ja, und jetzt ist er halt wieder ein bisschen kürzer. Aber eine Glatze wäre definitiv auffälliger. Das ist richtig. Kann ich mir sogar vorstellen. Das mit der Glatze? Ja, nee, eben das passt bei mir nicht. Bin auch neu hier. Zecke Tobias, ja, habe ich gesehen. Auch dir natürlich herzlich willkommen hier bei uns. Hoffe, gefällt dir ein bisschen, was du siehst. Das hier ist ja nur der Laberteil. Irgendwann gibt es Breakfast, aber das seht ihr ja sowieso an der Kategorie. Also im Moment steht ihr auf Just Chatting, sehr professionell. Und wenn wir dann Breakfast starten, dann steht dann dort im Idealfall Breakfast, wenn ich es rechtzeitig umstelle.
Du siehst aus wie immer und die neue Frisur fällt da nicht so auf, also nichts Neues. Aha, das ist ja auch gut. Da müsst ihr euch wenigstens nicht umgewöhnen. Wir Wiener sind alle Grantler. Ja, Herr Dübert, das weiß ich. Ich war relativ oft in Wien früher. Tatsächlich. Und das ist schon krass, was man da, also das ist nicht mal ein Klischee, also was man da an grantelnden älteren Herren sieht. Heieiei, ich habe gestaunt. Aber sonst ist Wien natürlich eine schöne Stadt. Was kenne ich denn von Wien? Eigentlich nicht viel, außer die Konzertlokale, die es damals gab. Die gibt es heute wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Und sonst, ja, den Bahnhof. Da bin ich mal noch angekommen. Und sonst, ja, die Kneipen. Die Kneipen dort, die waren eigentlich alle cool. In Bayern granteln sie noch mehr. Eieiei, okay. Ja gut, das kennt man natürlich auch. Also das kennt man im Sinne von, dass Bayern diesen Ruf ein bisschen weg hat. Aber ich liebe Bayern, muss ich gestehen. Ich habe eine neue Filmliebe entdeckt von mir. Es gibt so eine bayerische, ich weiß nicht, war das mal eine Fernsehserie? oder haben die von Anfang an Filme gemacht? Von so einem bayerischen Polizisten, der heißt Eberhofer. Und der hat irgendwie einen Kumpel, der ist Privatdetektiv. Und irgendwie passiert da dann immer ein bisschen was. Und das ist dermaßen bayerisch, das Ganze. Es ist einfach todwitzig tatsächlich. Irgendwie, da gibt es, glaube ich, 5 Filme. Der eine heißt irgendwie Leberzierhose, der nächste heißt irgendwie Kaiserschmarrn, irgendwas. Ist immer was mit Nahrung. Falls ihr irgendwie das mal irgendwo seht, guckt das mal. Das ist tatsächlich sehr gut. Also ich liebe es. Das ist halt so typisch bayerisch, wie die da irgendwie leben, behaupte ich mal. So, Musik wieder aus. Machen wir nochmal. Ist eigentlich okay mit der Musik? Ich mache mal noch mal ein bisschen lauter. So, hört man mich noch? Ich hoffe es mal. So, wo bin ich stehen geblieben? Bei den Grantlern, genau. Der Svensen, der wohnt in Lintal-Glarus. Glarus, auch relativ weit weg. Das ist Zentralschweiz. Aber auch, glaube ich, ein schöner Kanton. Ich muss gestehen, ich glaube, der Kanton Glarus ist, glaube ich, der einzige Kanton, in dem ich bewusst noch nie war. Also wissend. Ansonsten Uri, da haben meine Großeltern mal gewohnt. Jura war ich im Militär. Genf war ich im Urlaub. Wallis sowieso. Aber Glarus kenne ich tatsächlich nur von, ja, aus der Schule halt. Ich kenne sogar den Wappen noch. Kann ich jetzt aber nicht, ich kann den ja jetzt nicht zeichnen. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben irgendwie. Hallöchen Michi 0010, salü. Hallo Heisenberg zockt, ich schaue mit Begeisterung auf YouTube deine Transportfieber 2 Videos. Das freut mich sehr, T-Rex, Dino Dorado. Das höre ich natürlich sehr gerne, die mache ich auch mit Begeisterung. Und das ist schon erstaunlich. Ich habe doch schon das eine oder andere Transportfieber Video gemacht. Davor auch Tränenfieber und jetzt Transportfieber 2 ist ja nochmal ein anderes Spiel. Das lässt bei mir echt nicht nach, dass ich einfach Spaß habe an diesem Spiel. Und das hat schon einfach damit zu tun, dass ich halt tatsächlich Modelleisenbahnen liebe. Und wenn du eine Modelleisenbahn liebst und daran baust, das kannst du im Prinzip auch 20 Jahre lang machen. Ist ja kein Problem, weil du liebst ja das Ganze. Und eine Modelleisenbahn an und für sich bauen und die nachher haben, das wird ja nicht langweilig. Und ich glaube, bei mir ist es halt ähnlich tatsächlich mit dem Spiel mit Transportfieber 2. Ich starte das jedes Mal mit Begeisterung. Also ich habe ja noch andere Spiele, die ich spiele. Die spiele ich auch gerne. Im Moment ist das, muss ich gerade mal überlegen, Infraspace und das andere ist der Tavernmaster. Finde ich völlig coole Spiele, aber ich freue mich, wenn ich mich aufs Aufnehmen freue. Tatsächlich primär immer zuerst auf Transportfieber. Das ist so. Und überlege mir schon so ein bisschen, was ich jeweils anstelle. Wenn Heise auf die Idee kommt, noch mehr zu kürzen, starte ich eine Petition. Wie viele Unterschriften brauchen wir? Ganz viele. Das funktioniert nicht mit Petition. Meine Frisur, meins. Hier entscheide ich. Da darf Kollege Huhu, also Frau Huhu darf da mitentscheiden und meine Tochter meinetwegen auch noch. Aber ansonsten hat hier keiner Mitspracherecht. Das Gleisdreieck, was ich meinte, ist vor Hamburg. Oh, Daniel, kannst du mir das vielleicht als Kommentar noch irgendwo drunter schreiben? Weil ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt merke. Kurz nach der Brücke wegen dem besonderen Bauwerk. Kann ich machen. Ich liebe es, bei so Gleisdreiecken noch was reinzustellen. Wir können mal gucken, was wir da noch nicht drin haben. Wir haben eine Kirche, wir haben, glaube ich, einen See. Können wir mal schauen. Aber das wäre nicht schlecht, wenn du das... Du kannst das ja rauskopieren. Einfach unter zum Beispiel das heutige Video noch postest. Oder schreib mir bei Discord. Das ist auch okay. Einfach, dass ich das schriftlich habe. Weil, wenn ich das jetzt hier lese, das ist zwar schön und gut, aber hier oben mir das alles merken, wird eher schwierig.
Heisenberg zockt, die allermeisten Videos von dir laufen bei mir im Hintergrund und schaue selten aufs Bild. Du bist für mich meist ein Podcast. Ah, okay, Herr Düber. Na gut, da bin ich froh, dass sie überhaupt laufen, in dem Fall. So, wobei, bei den Videos ist ja selten eine Webcam drin. Also eine Cam drin, das ist ja meistens dann nur das Spiel, was du dann nicht siehst. Ja, Dübo, Frage von einem Deutschen. Bitte, wie komme ich ins Naturhistorische Museum? Antwort vom Wiener, lass die ausstopfen. Ja, so ist Wien. So kenne ich es auch etwa. Genau, auch nicht schlecht. In Kärnten sagt man zu granteln, tschentschen. Eieiei, okay, das kenne ich tatsächlich auch nicht. Also granteln ist mir da am nächsten. Also von dem her, von dem, was ich kenne. Heißt, ich habe meinen Roller seit einer Woche aus dem Winterschlaf geholt und das sonnige, etwas windige Wetter ist einfach schön zu fahren. Fabian, wo wohnst du? Also GTSOB. Weil hier ist es gerade 1 Grad. Ich kann hier nicht Roller fahren. Das ist nicht windig und auch nicht sonnig, sondern es ist einfach kalt. Und zwar gehörig kalt. F1-Zerstörer, danke für das Abo an den Seifenstein 65. Sehr lieb von dir, dankeschön. Schön Abo verschenkt mal wieder, der F1-Zerstörer. Roller, Winterschlaf? Ja gut, meiner macht keinen Winterschlaf. Ich fahre mit dem schon einmal pro Woche, damit die Batterie mitspielt und nicht irgendwie... Oh, hat fertig gerendert. Sehr schön, dann können wir das zumachen. Entschuldigung. So, ja, gerne speichern, das wäre ideal. Ja, einmal pro Woche, damit die Batterie nicht den Geist aufgibt. Das mache ich schon, aber das mache ich mit wenig Begeisterung, wenn es so kalt ist. Wir haben so die Rollerphase, so, die geht, wann geht die los? Also, sobald es halt wärmer wird, also alles über 10 Grad, alles über 15 Grad, dann wird es langsam angenehm. Ich mag Wien, ist schön weit weg. Aha, der Herr Rohorn. Ja, bei mir auch. Wien, ich weiß gar nicht, wie weit. Sind das 1000 Kilometer? Ich glaube nicht. 1000 Kilometer sind es von hier tatsächlich nach Hamburg. Nach Wien ist es, glaube ich, ein bisschen näher. Aber eben, wir haben in Wien diverse Konzerte gehabt früher. Und das war schon, sagen wir mal so, das war immer ein relativ langer Anfahrtsweg. Also wir hatten Konzerte, die waren näher. So. Nein, in der Gegend bin ich tatsächlich eher weniger. Der Gnadensee ist zwischen der Reichenau und... Ah, die Insel, ja, und der Alnsbach, also so ungefähr gegenüber von Steckborn. Ach, wenn man Richtung Reichenau guckt, beziehungsweise wenn man über die Insel guckt. Ah, okay, danke für die Info, Seeadler. Ja, ich kenne den tatsächlich nicht. Ich gucke aber nachher mal. Das ist ja keine Kunst heutzutage. Google Earth und bla bla, Maps. Dann sehe ich den auch. Aber wahrscheinlich weiß ich schon, welches der ist, aber ich hätte wahrscheinlich nicht gewusst, dass der Gnadensee heißt. Aber ich kenne natürlich die Insel Reichenau und ich kenne, wie gesagt, Steckborn kenne ich eben auch. Ist es nicht zu kalt bei den kalten Temperaturen? Was denn? Achso, du fragst den Kollegen Fabian. Ja eben, das frage ich mich tatsächlich auch. Mich friert es schon, wenn man in der Wohnung das Fenster aufmacht. Ja, geht es mir ähnlich. Ich habe vorher geduscht. Nachher mache ich das Fenster auf, damit die ganze Feuchtigkeit halt rausgeht aus der Dusche. Und bin ja mit 10 Minuten später wieder rein, weil ich die Zähne putzen wollte. Ich bin gleich wieder raus. Da drin war es halt, ja, wahrscheinlich auch etwa 0 Grad. Aber ich habe dann das Fenster zugemacht und habe es dann später nachgeholt. Was ist denn ein Abo-Jubiläum, ein dreimonatiges? Karinze, das ist halt, wenn jemand... bei Twitch ist es halt so, wenn du ein Abo machst, das läuft aus nach einem Monat. Das ist ganz anders wie bei YouTube. Wenn du dort die Mitgliedschaft hast, dann läuft die, bis du das kündigst. Und bei Twitch ist halt Feierabend, sobald der Monat um ist. Und dann kannst du es aber erneuern. Twitch weist dich, glaube ich, auch darauf hin, dass du das Abo, dass das Abo abgelaufen ist, dass du es erneuern kannst. Und dann wird aber halt der Monat davor dazugezählt. Das heißt, wenn jetzt eben zum Beispiel, ist jetzt auch egal, wenn jemand halt ein Abo verlängert und hatte das vorher 2 Monate schon, dann heißt das, dass er jetzt im 3. Monat das Abo hat. Das hat aber nicht viel zu sagen, außer eben, dass er es im 3. Monat hat. Und wenn natürlich einer im 16. Monat ein Abo hat, dann kann man auch mal speziell dann Danke sagen natürlich, weil dann hat er 16 Monate lang den Kanal unterstützt. Eberhofer kenne ich. Ach, ich bin ne, kennst du? Ja, großartig. Ich liebe es. Also da gibt es 10 drin. 5-mal geguckt, 5-mal weggebrochen vor Lachen. Es ist schon, glaube ich, relativ typischer Münchner Humor. Kann das sein, aber halt mit so einem Schuss schwarzer Humor noch drin. Und das macht das Ganze halt schon sehr stark. Ich kenne sämtliche Filme, ich habe die alle durchgeguckt. Trotz lauter Musik passt es. Danke, Fabtendo. Dann bin ich froh. Ich mag Ruhrpott, weil ich da lebe und lecker Currywurst. Ja, das ist ja schön, wenn man das mag, wo man lebt. Ich mag hier den Bodensee. Ich wohne hier schon Ewigkeiten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, hier wegzuziehen. Also so ist es nicht.
Aber es müsste dann halt wieder irgendwie an einem See sein. Sonst hätte ich dann irgendwie Mühe, glaube ich. Wenn du ein Leben lang am See wohnst und den See jeden Tag siehst, muss ja nicht unbedingt der Bodensee sein. Die Schweiz besitzt so viele Seen, kann auch irgendwie ein anderer See sein. Aber es müsste einer sein. Also jetzt einfach irgendwie so nach die nächstgrößere Stadt, zum Beispiel wäre St. Gallen. Da kriegst du mich nicht hin. Was soll ich da oben? Da habe ich keinen See. Dafür ist die Stadt riesig und Autos und nein, das müsste ich definitiv nicht haben. Ja, die Filme sind echt klasse. Ach, Luciandra kennt den Eberhofer auch. Du kannst halt die Filme nicht benennen. Ich kann nicht sagen, bla 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 Film, weil diese Filme wirklich immer für, also ich glaube eben, es gibt 5 verschiedene, die haben alle unterschiedliche Titel. Also das Einzige, was immer drin ist, ist eigentlich der Kollege Franzl Eberhofer und seine Freundin Susi und der, Gott, wie heißt der Elektriker? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon wieder ein bisschen her, seit ich es geguckt habe. Aber das ist einfach herrlich. Die Musik ist zu hören und du bist zu sehen. Leider lach, nö, Spaß, was? Daniel, frecher Kerl mal wieder. Wenn du den Eberhofer kennst, kennst du dann auch meine inzwischen abgesetzte bayerische Lieblingsserie Um Himmels Willen. Sagt mir entfernt was, Um Himmels Willen. War das nicht mit, oh Gott, wenn ich noch wüsste, wie die heißen. Also ich habe es nie geguckt, ich kenne die tatsächlich nicht. Was ich von früher noch kenne, ich glaube deswegen mag ich eben auch irgendwie Bayern, beziehungsweise die bayerische Sprache. Bayerisches Amtsgericht, kennt das noch jemand? Das muss aber in den 70ern, glaube ich, fast gewesen sein. Wo es so, also nicht wie die Gerichtsendungen heute, die kannst du meiner Meinung nach alle in die Tonne kloppen, aber das war halt früher so, das waren komische Fälle. Also irgendeiner hat halt, keine Ahnung, einen Huhn geklaut und das dann gegessen und dann konnte man ihm halt nicht mehr beweisen, dass er das Huhn geklaut hat, weil das war ja weg. Und er hat es nicht mehr gehabt, er hat es ja gegessen. Und dann dem beweisen, dass er das Huhn geklaut hat. Und das halt auf Bayerisch, in einem bayerischen Amtsgericht. Und das Ganze hat halt gespielt, also eben, ich glaube, das war so 70er, 80er Jahre, als das im Fernsehen kam, aber gespielt hat das in den 30ern und 40ern, so vom Stil her. Das war das Erste, was ich gesehen habe mit München. Und dann später halt natürlich Polizeiinspektion. Habe ich auch geliebt, war ja auch München. Und meine Idee-Tipp gesehen. Moment, ich muss mal ein bisschen hoch. Also endgültig mit Beschriftung zu dem zentralen Güterbahnhof. Was? Ich muss nochmal lesen, Fabtendo. Meine Idee-Tipp gesehen. Ach so, deine Riesen-Dingens. Nee, das habe ich nicht nochmal angeguckt. Das tut mir leid. Da hatte ich einfach die Zeit nicht. Zu dem zentralen Güterbahnhof. Weil Fabtendo, der Güterbahnhof, der läuft ja jetzt. Das haben wir doch in der Folge gestern oder vorgestern, haben wir das relativ deutlich gesehen. Die Züge fahren. Also, dass wir dort die Personenlinien rausgenommen haben, das war tatsächlich eine relativ gute Lösung. Das finde nicht nur ich, sondern das findet auch der Bahnhof. Weil jetzt haben wir dort genau den Verkehr, so wie wir ihn haben wollen. Die Züge bewegen sich. In der Nähe Rheinfelden. Was ist denn in der Nähe Rheinfelden schon wieder? Ach so, wo du wohnst wahrscheinlich. Aha, aber Basel, kann das sein? Oder wohnst du Rheinfelden, Dingens Wasserfall? Rheinfall? Da waren wir ja mal letztens. Lenny2k4, Hallöchen, guten Abend, salü. Heißi, von dir nach Wien sind es ca. 530 Kilometer Luftlinie. Oh, guck, okay. Dann ist das tatsächlich halb so weit wie nach Hamburg. Okay. Es hat sich halt immer weit angefühlt. Also irgendwie, die Strecke zieht sich. Wenn du da tatsächlich mit dem Bus von hier nach da hinten fährst, du hast echt das Gefühl, du kommst nie an. Wir haben da schon relativ große Touren jeweils gemacht. Also, was war's? Das eine war Wien, dann nach Graz, dann nach Ljubljana, das war, glaube ich, Slowenien. Dann ging es irgendwie nach Innsbruck zurück. Ja, da bist du halt relativ viel gefahren. Und man stellt sich solche Touren wahrscheinlich sehr romantisch schön vor. Das ist aber teilweise relativ anstrengend, kann ich euch sagen. Wegen der ganzen Fahrerei. Also, ich weiß auch, ich war am Schluss jeweils immer wieder froh, wenn ich zu Hause war, eine Dusche hatte, ein Kühlschrank etc. Sonst bist du bist halt immer unterwegs. Und immer vom einen Dienst zum nächsten. Aber hat auch seinen Reiz gehabt, muss ich schon zugeben. Erledigt habe ich es dir auf Discord geschrieben. Danke, Daniel. Dann kann ich mir das nachher kurz angucken. Um Himmels Willen ist das mit den Nonnen. Da spielte beispielsweise Janina Hartwig mit. Aha, okay. Spielt da nicht auch der Wepper mit? War es der Elmar? Kann das sein? Dann würde ich es, glaube ich, kennen. Aber ich kenne es in dem Sinn nicht. Ich wüsste, was es ist, aber geguckt habe ich das tatsächlich nicht. Das ist aber nicht im Ansatz so witzig wie das andere, nehme ich an. Also wie der Eberhofer.
Weil der Eberhofer, das ist natürlich eine Komödie im Endeffekt. Und zwar eine sehr gute. Was heute läuft, ist Käse. Ja, das kann ich tatsächlich auch unterschreiben, definitiv. Damit meine ich diese ganzen billigen RTL- und Sat.1-Sendungen. Ja. Dazu äußere ich mich nicht. Also, weil das ist, ja, das ist halt kein Fernsehen. Also, ich habe so schnell Privatfernsehen bekommen, wie ich es gleich wieder abgesetzt habe bei uns zu Hause. Weil das, ich guck das nicht. Das sind Sender, die schaue ich tatsächlich nicht. Ich habe Sat.1 mal relativ lange geguckt wegen RAN, wegen dem Fußball und wegen der Harald Schmidt Show. Da hatte ich Sat.1 auch. Aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, auf welchen Sendeplätzen die wären. Wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich tatsächlich, ja, so blöd es klingt, aber halt die staatlichen Fernsehsender. Sprich SRF 1, SRF 2, ab und zu SRF Info, die Wiederholungen, ORF 1, ORF 2, ARD, ZDF und dann noch ein paar Drittprogramme im Sinne von WDR und was gibt es da noch? Den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gucke ich auch ab und zu. Aber ich gucke sowieso generell halt im Vergleich zu früher praktisch kein Fernsehen mehr. Also ich liege einmal am Tag vielleicht 20 Minuten da auf dem Bett, esse was und gucke irgendwie halt irgendwie eine Tagesschau oder so. Aber sonst, ich meine früher, ich war ein richtiger Fernsehjunkie, wie wahrscheinlich die meisten Leute in meinem Alter. Also so in der Kindheit, man musste mich wegsägen, weil ich mich festgesetzt habe auf dem Sofa meistens. Das war das schönste Fernsehen gucken. Aber da gab es halt auch PCs nicht, da gab es noch kein Internet. Und heute ist natürlich schon... Ist natürlich schon angenehm, wenn du irgendwie YouTube hast oder eben meinetwegen auch Twitch, irgendwie die Streams. Du findest immer irgendwas, das dich interessiert. Weil es halt viel, viel mehr ist natürlich noch wie im Fernsehen. Im Fernsehen hast du 100 Sender und zwei kannst du gucken. Und auch die nur zeitweise. Ist ein Elend. Aber falls es wieder verstopft wird wegen weiteren Linien oder Züge etc. Ah, okay, Fabtendo. Ja gut, wenn sie wieder verstopft wird, ich finde deine Mail ja wieder. So ist es nicht. Also die werde ich schon wieder finden. Ah doch, Rheinfelden, Basel. Ja, kenne ich auch. Okay. Ja, cool. Basel ist... ja, zumindest das Zentrum von Basel ist schön. Wenn du von hier nach Basel reinfährst, ist es nicht sehr schön. Weil dann hast du dort halt die ganzen Industrien. Sondo und... wer ist da noch sonst so zugegen? Weiß ich gar nicht. Aber die Stadt selber, Basel, ist cool. Fritz Wepper war es. Ach, nicht der Elmar. Okay, der Elmar war in dem Fall der Harry bei Derek, kann das sein? Fahr schon mal den Wagen vor. Was er übrigens nie gesagt hat, das ist auch noch sowas. Irgendwie, es gibt ja den Running Gag, eben, dass Derek irgendwie sagt, Harry, fahr schon mal den Wagen vor, weil sein Assistent Harry hieß. Blabla, und den Satz hat er irgendwie gar nie gesagt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Der Fritz Wepper, ja, das ist aber der Bruder dann halt von dem. Der Fritz Wepper als Bürgermeister Wolfgang Möller. Aha, okay. Hallöchen aus der 1985, guten Abend. Heißt es bei euch in der Schweiz, wenn ein Mitarbeiter sich einige Tage frei nimmt, auch Urlaub nehmen, wie in Deutschland, oder Ferien nehmen? Weil wir schauen ab und zu einen Schweizer, der mit dem Van nach Deutschland fährt und der redet immer von Ferien. Ich fragte mich, ob dies ihr auch so nennt wie wir. Fabtendo, du schreibst sehr, sehr viel immer, Moment. Also lang. Wenn ein Mitarbeiter sich einige Tage frei nimmt, Urlaub, nee, dann hat er einige Tage frei eigentlich. Ein Urlaub ist, wie definiert sich denn ein Urlaub? Das sind halt meistens 2-3 Wochen. Und ein paar Tage, das sind halt ein paar Tage. Also von daher, nein. Da gibt es aber, glaube ich, keinen bestimmten Namen dafür. Gibt es da einen Namen dafür? Ja, man hat einfach frei. Ich habe die nächsten 3 Tage frei. Würde ich mal sagen. Das einzig Gute an RTL war Formel 1. Ja, zum Beispiel. Bei Sat.1 ist das einzig Schaubare die DTM. Ah gut, okay, die gucke ich nicht. Deutsche Tourenmeisterschaft müsste das sein. Ja, der Feinzerstörer ist natürlich ein Fahrzeug-Autorennen-Freak, ganz klar. Ja, früher war mal RTL, kam da nicht auch irgendwie dann teilweise mal noch Fußball? Ich weiß es nicht mehr. Für mich sind das unsinnige Fernsehsender eben. Also RTL und Sat.1, die brauche ich tatsächlich nicht. Wie gesagt, irgendwie, die sind irgendwo auch noch im Fernseher drin, aber ich weiß gar nicht wo. Ist mir auch egal. Ach, das war auch der Fritz Wepper, der Harry? Woher kenne ich denn den Elmar? Den gibt es eben auch noch, den Elmar Wepper. Ist der massiv älter? Der gehört aber nicht zu Winnetou oder so. Da könnt ihr jetzt lachen, aber bei Winnetou war ja unter anderem Götz George zum Beispiel.
Die Uschi Glas hat mal bei Winnetou noch mitgespielt, also bei diesen bekannten Winnetou-Filmen aus den 60er Jahren. Wo gehört denn der Elmar hin? Ich weiß es gerade auch nicht. Heißt sie von dir nach Hamburg, sind es 680 Kilometer Luftlinie, nicht 1000? Nein, das stimmt definitiv nicht, Carinthia. Nein, nein, das sind ziemlich genau 1000. Moment, jetzt möchte ich es genau wissen. Das Internet lügt. Entfernung. Hier steht 836,7 Kilometer. Okay, wie komme ich denn auf die 1000? Weil ich bin felsenfest überzeugt, dass das mal 1000 waren. Vielleicht haben sie die Autobahn irgendwie eine Abkürzung, ich weiß es auch nicht. Also ich dachte, oder dann waren es halt früher vielleicht 1000, weil du irgendwie nicht überall Autobahn hattest und irgendwie noch so einen Bogen fahren musstest. Ich weiß es nicht, aber es waren mal 1000. Jetzt sind es 800 irgendwas. Ist einfach Hölle weit. Sagen wir es mal, wie es ist. Verkehrstechnisch ist Basel angenehmer als Zürich mit dem Auto oder Roller. Das kann ich mir noch vorstellen, weil Zürich ist mit dem Auto oder Roller sicher nicht sehr angenehm. Ich war, als ich letztens in Zürich war, habe ich gestaunt, wie viele Radarboxen die haben. Jede, ich weiß auch nicht, alle 200 Meter steht da so eine Kiste. Die hat zum Glück nie geblitzt, weil ich nicht schnell war. Aber, ja, also unglaublich. Das ist ja, da kannst du definitiv nicht zu schnell fahren, weil, wenn du eine Straße weiterkommst und es blitzt und du dann den Bremsweg nicht einhalten kannst, dann blitzt beim zweiten Ding gleich nochmal. Das wird dann teuer. Frei ist, wenn er zu Hause ist und Urlaub und wenn er im Ausland ist. Oder ist frei, wenn es von der Firma kommt und Urlaub, wenn er bewilligt wird. Jetzt wird es kompliziert, Rohan. Also ich würde es nochmal so definieren, Urlaub sind 2-3 Wochen. Und einzelne Tage, die du frei kriegst, das ist einfach frei haben. Ist aber auch egal, Hauptsache man muss nicht arbeiten, würde ich sagen. Das ist ja das Wichtige dran. Luftlinie, nicht Fahrstrecke. Ach so, ja, Luftlinie. Ja, aber wen interessiert denn die Luftlinie, Carinthia? Ich kann ja nicht auf der Luftlinie reisen. Weißt du, wie ich meine? Also mich interessiert natürlich schon die Reisestrecke, nicht die Luftlinie. Luftlinie, ja. Das kann gut sein, dass das dann weniger ist. War der Elmar nicht bei zwei Münchner in Hamburg mit Uschi Glas? Ja, außer das könnte sogar noch sein. Und ich habe gerade vorher überlegt, war der nicht bei... Wobei, Derek ist so steinalt. Seid ihr sicher, dass das der Fritz Wepper war? Tatsächlich? Oh, der Elmar war, glaube ich, eben auch bei Polizeiinspektion doch. Oder war das auch der Fritz? Ich weiß es nicht mehr. Polizeiinspektion, wie hieß denn das genau? Polizeiinspektion 1 mit... Walter Sedlmayr, hieß der Walter Sedlmayr? Ich weiß es nicht mehr. Und da war glaube ich eben der Elmar Wepper auch dabei, dachte ich. Wenn es nicht der Fritz war. Also irgendein Gewepper war es. Kontinentalverschiebung. Ja, das Gießblatt, das kann natürlich auch sein. Das weiß man ja. Die tektonischen Platten, die verschieben sich. Die bleiben nicht starr. Die sind nicht statisch. Kann natürlich sein, dass sich die jetzt in den letzten 30 Jahren so weit verschoben haben, dass Hamburg ein bisschen näher gerückt ist. Fände ich anständig von Hamburg, wenn sie uns ein bisschen entgegenkommen. Da muss ich nicht so weit fahren, wenn ich da hoch will. Heißt, ich fahre sicherheitshalber nicht mit, sonst bekomme ich wieder einen Hexenschuss, wenn du in mich reinkrachelst. Ja, aber Juwo, man kann doch nicht, das ist ja nur virtuell. Man kann doch nicht, wenn ich dir hinten reinfahre, bei Wreckfest einen Hexenschuss kriegen. Wie machst du das denn? Oder geht das? Ja, wahrscheinlich irgendwie geht's offensichtlich. Nee, aber wenn dein Rücken wieder okay ist, also dann fahr doch mit. Aber du musst es wissen, es ist dein Rücken, um Gottes Willen. Der Elmar hat bei Filmen wie Irgendwie und Sowieso, Zwei Münchner in Hamburg und Unsere schönsten Jahre mitgespielt. Unsere schönsten Jahre kenne ich doch auch irgendwoher. Wenn ich jetzt noch wüsste, woher. Keine Ahnung. Und Irgendwie und Sowieso kenne ich gar nicht. Und Zwei Münchner in Hamburg, sag mir so, wie soll ich sagen, so ein bisschen sagt mir das was. Aber wirklich nur ein bisschen. Du darfst bei den Entfernungen nicht mitrechnen, wenn du dich dreimal verfährst. Ah, danke für den Tipp, Barney. Okay, dann werde ich das neu berechnen demnächst. Ja, mein Pfadfinder gehen. Aber eben, in der Regel ist es ja nicht so, dass ich fahre, sondern ich werde gefahren. Also entweder von der Frau oder sonst halt von Harry. Und wenn ich darauf düse, ja. Nee, aber Hamburg findest du relativ easy. Also das ist relativ früh schon gekennzeichnet, wo es nach Hamburg geht. Hatte ich aber letzte Woche. Ja, Juwo, dann pass ein bisschen auf.
Du kannst ja nicht einen Hexenschuss kriegen, wenn einer virtuell in dich reinfährt. Da musst du ganz normal sitzen bleiben, da passiert ja nichts. So, hab's nun. Urlaub ist es, wenn die Firma das bezahlt. Aha, also Urlaubsgeld. Frei ist der Zustand, wenn man zum Beispiel Überstundenausgleich nimmt, also unbezahlt. Okay, Rohan, ja, das leuchtet tatsächlich auch ein. Definitiv, das ist mit Sicherheit nicht so falsch. Aber für mich ist das tatsächlich einfach 3 Tage nicht arbeiten gehen, ist für mich trotzdem einfach ein Freihaben, ob das nun bezahlt ist oder nicht. In der Regel unbezahlt kriegst du sowieso nicht, also früher zumindest nicht. Was ich als versucht habe, unbezahlten Urlaub zu kriegen, ja, denkst du, nö, wir brauchen dich, du musst das noch und das noch. Das klappt selten. Was mache ich mit 7860 heiße Kekse, Kanalpunkten? Nintendo, weiß ich auch nicht. Iss sie, verschenk sie. Nein, ich muss mir mal was einfallen lassen, was wir mit den Kanalpunkten machen können. Abstimmen könnte man damit, aber da komme ich wieder zum Punkt, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Müsste ich nochmal einstellen. Seit irgendwie 3 Streams oder so. Ist in der Arbeit. Ani, du Böser, du Heiße, verfährt sich doch nicht. Eben, das würde ich auch sagen, Daniel. Der landet punktgenau am Po oder Nase. Ja. Du bist mir reingekachelt und ich habe mich so erschrocken, dass ich einen Hexenschuss hatte. Ja, aber eben, Juhu, dann erschreck dich halt nicht. Das ist Wreckfest, da fährt auch mal einer in dich rein. Gibt's ja nicht. Überleg mal, wenn du jedes Mal bei Wreckfest und einer in dich reinfährt, einen Hexenschuss kriegst. Na dann Halleluja, dann können wir das aber auch nicht mehr spielen. Dann kriegen ja alle dann bald einen Hexenschuss. Ich dürfte mal langsam auf die Zeit hinweisen. Ja, stimmt, danke. Es ist 20 vor 9, sehe ich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu dem, was wir ursprünglich vorhatten. Nämlich Wreckfest. Aber eben, der Talk ist halt fester Bestandteil von den Streams. Das wird sich auch nicht ändern, weil ich möchte mit euch reden, wenn ich das schon mal kann. Aber das Spielen ist natürlich auch wichtig, ganz logisch. Allora. Wir werden, beziehungsweise der Luciandra schreibt mir wieder das Passwort für die Mitglieder. Und ich werde das Passwort wieder bei Discord in den Mitgliederbereich schreiben. Und bei YouTube in den Community-Bereich, so dass es nur die Kanalmitglieder sehen. Das heißt, dass ihr dann wieder zuerst joinen könnt. Gut, dann machen wir kurz eine Pause, 3-4 Minuten und danach geht's los mit Wreckfest. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ich lade gerade das Spiel. Ich muss noch mal kurz zu meiner Frau. Das dauert so 3-4 Minuten. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Derzeit können ja die Leute alle connecten, die connecten wollen. Lucy Andra, du weißt selber, so nach 4-5 Minuten, nach 3-4 Minuten vielleicht das Passwort noch in den Chat schreiben. Das Schöne. Das ist wieder ein schönes nämlich. Und sobald ich wieder da bin, können wir dann anfangen. Es sollte wirklich nicht lange dauern. Also, eben. Gut, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry nochmal für die kurze Störung, die kurze Unterbrechung. Ging leider gerade nicht anders. So, dann rübergeschaltet habe ich schon mal. Momento. Erstmal meine neue Frisur. Nochmal kurz hier richten. Ja, so ist glaube ich besser. Ich brauche mein Gamepad und dann können wir mal gucken, wer alles mitfährt. Wenn ich hier Zugriff habe. Denkst du? Du funktionierst doch normalerweise. Jetzt hat's glaube ich geklappt. Nee, doch nicht. Hä? Come on. Zack. Jetzt. Also, wir haben Luciandra als Host, dann haben wir Carinthia, Feinstörer, Mark Bienen. Schön. Den Andy Börner, dann haben wir Marflo, Argent, GTSOB, Arnikis, Austria, Dubo, Rohon, Lenny, den Heisi, den Gisblo, den Michi. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen. Der Lucy hat schon reingeschrieben, also sind die, die mitfahren wollen, eh schon drin. Dann würde ich sagen, wir können eigentlich. Ne, wir können noch nicht auf bereit gehen. Der Heise braucht noch ein Fahrzeug. Was fahren wir denn? Sandstone Raceway. Ich nehme einen Dragslayer. Ich bin begeistert von dem Fahrzeug. Das ist so schnell. So, sucht jemand? Wie finde ich den Server? Michi, hast du, glaube ich, du hast ihn, glaube ich, gefunden. Du bist, glaube ich, drin.
Jawohl, ist da. So, wurde ja schön erklärt von Carinthia und Luciandra. Danke dafür. So, dann wollen wir mal schauen, was wir heute reißen. Also was die anderen reißen. Ich fahre ein bisschen hinterher wahrscheinlich. Wobei, so schlecht war ich jetzt beim letzten Mal, glaube ich, nicht mehr. Bin ich da nicht sogar Sechster und so noch geworden bei den Rennen? Na, mal gucken. Ist immer wieder neu. Es wird immer wieder neu angerichtet, sozusagen. So. Volle Pulle. Hoffen, dass man die erste Kurve überlebt. Ist ähnlich wie bei Formel 1. Ach, das ist die Strecke, okay. Ja, aber guck mal, gar nicht schlecht. Ich bräuchte mehr Lautstärke, aber ich kann gerade nicht. Oh, uiuiui. Ja, jetzt. Weil ohne Motoren und ohne Musik ist das langweilig. Nein, nicht schubsen, schleicht die. Ich weiß, das war auch bayerisch, ist mir egal. Wen haben wir denn vorne? Den F1-Zerstörer? Ja gut, der ist meistens vorne, das wissen wir. Aber das heißt, hier auf der 2 ist, ist wahrscheinlich A, eher überraschend und B, wenn ich Pech habe, nicht von langer Dauer. Er schlingert hier doch ordentlich im Zeugs rum hier, der gute Dragslayer-Kollege. Bin ich hier richtig? Um Gottes Willen. Nicht, dass wieder irgendwie die Einbahnstraßen-Dings kommen. Ich kenne halt die Strecke nicht. Der Archen kennt sie, der hat sie gebaut wahrscheinlich. Aber er geht da ein bisschen in die Rabatten raus, warum auch nicht? Kleiner Ausflug ins Grüne, das muss auch mal drin liegen. Aber ist eine coole Strecke, die macht Spaß. Das einzig Blöde ist, dass man nachher das Auto wieder waschen muss, so wie das aussieht. Weil das nimmt dann doch ein bisschen, sagen wir mal so, es nimmt ein bisschen Zahn da auf. Wow, der F1-Zerstörer haut ab. Also ich weiß nicht, warum der bei dem Spiel immer so stark ist. Der gewinnt praktisch jedes Rennen. Das ist so im Prinzip ein bisschen unser Michael, mein Lieblings-Michael im Quadrat, Hellrider der Neuzeit. Wenn der Hellrider nicht mitfahren kann, dann ist der F1-Zerstörer halt einfach fast nicht zu schlagen. Und hier habe ich immer das Gefühl, ich muss links. Warum habe ich denn das Gefühl, ich muss links? Ich weiß es nicht. So, einfach schön Piano. Ich muss nicht Erster werden. Wenn ich tatsächlich Zweiter werde, dann wäre das, glaube ich, einer der größten Erfolge in der Geschichte von Heisi Spiel Trackfest. Man hört den Ingame-Sound nicht. Moment, das kann ich erst nachher gucken. Ich möchte jetzt nicht meinen zweiten Platz verdatteln. Oh, und schon ist passiert. Da kommt der Arnie. Oh nö, könnt ihr mir nicht so Sachen schreiben? Oh nö, oh come on, ah nein. Nein, hat nichts mit dem Geschriebenen zu tun. Herr Gelle, guten Abend. Hört man den tatsächlich nicht? Warum hört man den Ingame-Sound nicht? Weil die Musik zu laut ist? Oder ist der Ingame-Sound zu leise? Das kann eigentlich nicht sein, weil der ist eigentlich immer gleich laut. Egal was wir spielen und wenn ich die Streams kontrolliere, höre ich eigentlich. Jeweils, dass das eigentlich schon passt. Man hört den Sound leise. Ja, das ist natürlich nicht ideal. Aber ist denn generell die Musik zu laut? Hört ihr die primär? Weil Ingame-Sound ist natürlich schon wichtig. Habe ich den irgendwann mal leiser gemacht? Eigentlich nicht. Ich wüsste nicht warum. Da kommt schon Luciandra. Jetzt möchte er auch noch vorbei. Nachdem ich hier eh schon Plätze verloren habe und gar nicht gut fahre gerade im Moment. Ich müsste mal um die Kurve. Dankeschön. Oh, da hat aber Luciandra jetzt doch auch noch ein bisschen auseinandergenommen. Ich meine, nach 5 Runden müsste man doch eigentlich irgendwann, was macht er denn da? Die Strecke ein bisschen kennen, aber denkste. Ich glaube, wir haben gerade einen überrundet, kann das sein? Nein, da kommt der Herr Andreas Börner mit seinem Riesengefährt. Was ist das denn? Boah, und dann ist er schnell. Heiliges bisschen ist der schnell. Ja, der kann hier volle Pulle rein, ohne dass er irgendwie Probleme hat mit seinen riesigen Reifen. Ja, 2 Runden sah es gut aus. Jetzt ist wieder eher nicht mehr ideal, sage ich mal. Ich lese nachher gleich, was ihr geschrieben habt. Von boah, heiliges, wer war das denn? Sag mal, das war ja lebensgefährlich. Meine Karre ist noch ganz, aber ich glaube, den hat es gerade völlig zerrissen. Ja, kann natürlich sein, dass die Musik ein bisschen leiser. Wenn ich die Musik leiser mache, ist alles zu leise. Ich muss nachher nochmal schnell gucken, ob ich beim Desktop was machen kann. Aber eben, ich versuche gerade verzweifelt irgendwie hier ein gutes Resultat hinzukriegen. Das wird schwierig, weil ich jetzt die ganze Zeit noch irgendwie gucken muss.
Das machen wir, wenn wir im Ziel sind. Sonst mache ich den Ingames auch noch ein bisschen lauter. Kann ja dann auch nicht so falsch sein. Ja, jetzt geht's besser wie vorher, aber ich komme nicht mehr ran. Die sind einfach zu schnell. Die haben wahrscheinlich einfach noch bessere Fahrzeuge oder bessere Fahrzeuge dahingehend, dass die einfach für die Strecke hier besser geeignet sind. Ist der noch, ist das Carinthia da vorne oder ist das einer, den wir überrunden? Wenn es Carinthia, oh, es wäre Carinthia. Wenn ich da noch dran vorbeikomme, wäre ich Fünfter, aber irgendwie die haut auch schon wieder ab mit ihrem, die vor allem. Er, das ist ein Männchen. So, haut auch schon wieder ab mit seinem, keine Ahnung, was das hier komisch ist. Oh, hier wäre ein ganzer Pulk. Kann ich da noch was machen? Nein, es ist beendet. Oh, ich wäre gerade noch mal rangekommen. Ja klar, ihr könnt alle noch mitfahren. Ihr müsst einfach das Passwort und so weiter eingeben, Leute. So, jetzt muss ich schnell gucken, wegen... Wäre alles zu leise? Das kann eigentlich fast nicht sein. Ich mach mal das Desktop lauter. Bringt das was? Vom Sound her. Danke, Luciandra. Gerne nochmal in den Chat reinschreiben, ob es dann vom Sound her besser ist. Was heißt nö? Ich habe das jetzt auf volle Pulle gestellt. Moment. Kann ich hier... Ich kann hier halt, glaube ich, tatsächlich jetzt nichts machen. In Sachen Lautstärke. Oder gibt es hier irgendwie sowas wie ein... Doch, hier gibt es die Einstellungen. Moment. Audio. Hauptlautstärke. Gehen wir hier mal rauf. Machen wir mal 35. Jetzt müsste aber tatsächlich, glaube ich, besser werden. Verlassen und speichern wäre B. Okay, haben wir gemacht. Wir brauchen dann noch einen neuen Wagen. Ist besser jetzt? Hört man mich aber trotzdem noch. Nicht, dass ihr jetzt angestrengt zuhören müsst, was ich sage. Moment, ich gehe hier wieder zurück. Weil das hat ja sowieso nicht viel ausgemacht. So. Okay, gehen wir hier wieder rein. Guten Abend, Herr Watson. Nein, ich möchte doch nicht beenden, sag mal. Ich bleibe bei dem Wagen. Ich finde den cool, den Wagen, muss ich sagen. So. Also, und sonst, wenn es halt wieder nicht passt, wenn es zu laut ist oder zu leise, gerne in die Kommentare, hätte ich fast gesagt, gerne in den Chat reinschreiben. So, im Prinzip die Karre habe ich ja, das müsste stimmen. Moment, wo ist der Heisenberg? Dragslayer. Ja, der ist eigentlich bereit. Machen wir das mal. Scheint Asphalt zu sein. Fire Rock Raceway. Okay. Also jetzt müsst ihr natürlich primär... Meine wunderschöne Stimme hört man auch. Das freut mich, Daniel. Jetzt müsst ihr natürlich auf die Motorengeräusche achten. Also wenn ich fahre, dann nichts mehr hört, dann müsst ihr es halt wieder reinschreiben. Weil ich habe hier einen anderen Sound drauf. Ich höre nicht das gleiche wie ihr. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Das könnt nur ihr, wenn ihr zuguckt, beurteilen, ob es zu laut ist oder nicht. Ich dachte noch, das war Luciandra. Ich dachte noch, was macht er denn? Ah, okay, Controller hat sich verabschiedet. Oh je. Glücklicherweise Ersatz, ja, das ist nie schlecht. Das bräuchte ich bei Lenkrädern langsam, Ersatz. Aber das ist natürlich ein teurer Spaß. Bei Controllern geht es ja noch. So, also bitte, wenn es zu laut ist von den Motorengeräuschen her, müsst ihr nochmal kurz in den Chat reinschreiben. Dann kann ich das nachher nochmal runterschrauben. Und das werde ich auch machen. So, kenne ich die Strecke? Wahrscheinlich nö. Ich fahre jetzt einfach mal. Oh ja, also bei mir, jetzt höre ich es aber auch, bei mir ist es gerade massiv lauter. So, ich mache mal Test, Test, Reden, Reden und... Ist es zu laut? Danke fürs Schubsen. Das hat mich glatt auf Platz 1 gebracht, hier der Schubser. Ja, manchmal geht es auch in die Hose mit. Oh nö, aber der Schubser, der war jetzt fies. Sowas möchte ich dann nicht nochmal sehen. Aha, wilde Kurve. Ich kann jetzt noch nicht in den Chat gucken. Ich kenne die Strecke nicht und bin auf Platz 1. Ich möchte das jetzt nicht wieder mit dem Chat verdatteln, weil ich da auf den Chat gucke. Das ist ja nur Kurve hier. Viel besser. Perfekt. Dankeschön. Lenny nutzt das natürlich gleich wieder aus. Wenn ich irgendwie doch in den Chat reingucke, kriege ich von Lenny einen Klaps. Irgendwie, ich nehme glaube ich noch die Hälfte der Strecke mit. Kann das sein? Nee, geht.
So, keine Ahnung, warum das plötzlich so leise ist, weil ich habe das jetzt Woche für Woche irgendwie so mit den Einstellungen gestreamt. Aber ich glaube euch das natürlich, wenn ihr sagt, dass es zu leise ist. Dann wird das so sein. Eben, ich habe halt einen anderen Sound. Ich habe jetzt aber hier auf meinen Kopfhörer auch gerade gemerkt, dass der Ingame-Sound bedeutend lauter ist. Oh, nein, aber was mache ich denn? Vor, zu, habe ich gerade gelesen. Gelesen vor allem. Der Feindzerstörer schleicht die, ich mag keine Bienen. Also eigentlich mag ich schon Bienen, ich bin ja ein alter Biene. Maya und Willi und Cassandra und Thekla-Fan. Aber in echt bin ich ganz froh, wenn ich keine sehe. Also, und zum Glück gibt es die, da müssen wir nicht diskutieren. Ohne Bienen wird es schwierig auf der Welt, das ist natürlich erwiesen. Aber, ja, ich neige dazu, im Sommer in der Badeanstalt dann öfters mal barfuß in eine Biene reinzutreten. Und da die das nicht mag, geht sie dann in der Regel relativ schnell zum Stich über. Und ich und mein Fuß mögen das nicht. So, und was, das ist meine Tochter ist zum Beispiel auch so ein Spezialfall. Wenn sie immer eine Biene hat, sie tritt drauf. Da hat sie ein Talent dafür, dass sie die Tiere findet. So, wir sind immerhin Dritter. Was bin ich jetzt vorher geworden? Auch irgendwie Sechster oder sowas? Also irgendwie, ich fahre tatsächlich erfolgreicher wie auch schon. Ich sage ganz bewusst nicht besser. Aber ich fahre erfolgreicher. Ja, ich habe mich sogar die Kurven irgendwie halbwegs. Und die musste hier halbwegs erwischen, weil irgendwie die Strecke gefühlt nur aus Kurven besteht. Also irgendwas anderes haben sie hier nicht. Oh, nochmal so ein ganz wildes Teil. Bienenstich ist lecker. Oh, das ist wahr, Herr Gelle. Ja, das ist tatsächlich sogar sehr wahr. Ich sage jetzt, um 8 hatte ich keinen Hunger. Ich habe gegessen. Jetzt ist irgendwie 9. Ich spiele Wreckfest, jetzt kommt der Gelle mit Bienenstich und schon kriege ich wieder Lust auf so Zeugs. Immer wieder interessant. Nicht schubsen. Andi, nein, lass ab. Oh, da wollte er mich noch drehen. Oh, er hat auch immer extrem schnelle Autos, der Kerl. Ja, wir haben doch genug Platz hier für beide. Oh, da ist er vorbei. Ich wollte mich eigentlich massiv wehren, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Zwar gerade mal gar nicht. So, voll raus beschleunigen. Oh, da müssen wir schon wieder in die andere Richtung. Und hier schon wieder in die. Aber die macht natürlich Spaß, die Strecke. Die ist, ich sag mal, die ist technisch relativ anspruchsvoll. Vor allem, wenn man dann hier in den Sand reinkommt. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ich glaube, dem Andi kommt entgegen, dass er seit einiger Zeit auf Formel 1 fährt. Das ist natürlich nicht so schlecht dahingehend, dass du eine Strecke richtig anfährst, also eine Kurve zum Beispiel. Vorausgesetzt, du kennst die Strecke, sonst weißt du ja nicht, dass eine Kurve kommt. So geht es mir meistens. Dann ist es schwierig, mit die Kurve richtig anfahren. Aber ich muss sagen, auch die 4 wäre eigentlich noch okay, wenn ich das ins Ziel bringe. Das ist die letzte Runde. Ich wäre vor Arni, das ist schon mal wichtig. So bei unserem kleinen privaten Duell hätte ich dann immerhin mal ein Einrennen gewonnen. Aber komme ich nochmal an Andi ran? Nein, das wird nicht funktionieren. Never, never, never. Aber ich weiß nicht, ich mag die Strecke, weil das mit den Kurven ist zwar zu Beginn relativ mühsam, weil man nur am Lenken ist, aber die macht Spaß, weil man halt viel zu tun hat. Das ist tatsächlich sehr nett. Da hier eine Endloskurve, die fängt irgendwann an und hört dann nicht mehr auf. Oh, Arni kommt näher. Ich muss aufpassen. Der Lenny 2K hat gewonnen. Herzliche Gratulation. Und Ziel? Nein. Hier Ziel? Ja. Nee, doch nicht. Doch. Okay, Vierter. Ja, da bin ich tatsächlich zufrieden damit, muss ich gestehen. Sehr cool. Wurde ich schon lange nicht mehr. Herzliche Gratulation an Lenny 2K, der F1-Zerstörer auf der 2, auf der 3 der Andy Börner, auf der 4 Heisi, 5. Arni, 6. Archent, 7. Gisblo, 8. Carinthia, 9. Luciandra, 10. Rohan, dann Austria, Marflo, Michi, Watson, GTS, OB. Ja, sauber. 4. ist nicht schlecht. Ja, für meine Verhältnisse ist das sogar stark, würde ich behaupten. Wann bin ich? Ich glaube, ich bin schon ewig lange nicht mehr 4. geworden, muss ich gestehen. Also nicht bei Rennen, vielleicht in der Arena. Wobei in der Arena bin ich eigentlich in der Regel relativ schwach. Und jetzt kommt eine Arena, da kommt aber eine ohne Gruppen, gar nichts. Das ist eine Arena, jeder gegen jeden.
glaube, Heise hat heimlich Wreckfest gegeben. Nö, heimlich sowieso nicht. Ich spiele einfach jeden Donnerstag. Aber irgendwie wäre es ja auch traurig, wenn ich nicht doch auch mal wieder noch einen Schritt nach vorne machen würde, wenn ich das ja einmal pro Woche spiele. Und ich bin halt tatsächlich vom Fahrzeug überzeugt. Allerdings jetzt in der Arena wollen wir was anderes. Da hätte ich gerne Kollege Stabilo. War das der hier? Jawohl, mit seinen 2600 Kilogramm. Grand Duke. Dankeschön. Was haben wir denn sonst noch? Blade, Stepvan. Ich glaube, ich muss die Karre sowieso nochmal wählen. Vor, zu. Ja, eben, genau. Kenne ich von hier auch. Ein bisschen anders betont. Ne, ich habe den Grand Duke. So, hat den sonst noch jemand? Ja. Ne, das ist ja der Heisi. Der Heisi hat den noch. Sonst hat den keiner. Doch, der F1-Zerstörer hat auch den Grand Duke. Okay. Sauber. Also, ganz normale Arena. Aber... was? Aber ich habe gerade das gelesen. Ganz normale Arena ohne Gruppen eben. Wir machen aber, würde ich vorschlagen, dann die zweite Arena. Da kommen dann erst nochmal zwei normale Rennen. Die machen wir dann wieder mit den Gruppen. Weil irgendwie ist das eher... Also mir gefällt es halt mit den Gruppen. Ich finde das cool, wenn man ein bisschen drauf achten muss, wen man rammt und nicht einfach blindlings alles zerstört. Hat natürlich auch einen gewissen Reiz, ist klar. Platz 4 wird im Medaillenspiegel aber nicht erwähnt. Nee, der wird erweitert, der Medaillenspiegel. Der geht jetzt bis zur 5. Falls ich mal Fünfter werde, dass ich trotzdem noch reinkomme. So, oh Gott, das ist das Gehuggele. Okay, also jeder gegen jeden. Ich drehe mal gleich mal den Watson oder auch nicht. Ich habe ihn nicht erwischt. Pupf, hat's gemacht. Argent. Ja, ich sehe schon kommen. Hier in der Arena werde ich wahrscheinlich wieder nicht viel abräumen können. Das ist aber auch eine Arena. Ich mag dieses Gehugel nicht. So, erwische ich den. Ja, das war halt kein Erwischen. Das war halt ein bisschen berühren. Wenn ich jetzt hier zu lange stehe, kriege ich Ärger. Das ist absehbar. Schön ist halt mit der Karre, mit den 2600 Kilo. Wenn du ja einen rammst, also das merkt er. Definitiv. Weil da haben wir schon eine gewisse Power drauf. Allerdings, ich müsste dann halt auch mal einen rammen und nicht dauernd selber gerammt werden. Das wäre noch hilfreich. Schön habe ich mich hingestellt, damit der Andi mich noch umschubsen kann. Und dann hüpfe ich wieder fröhlich ins Leere. Ich bin ein bisschen auf der Suche nach Leuten, die... Ja, er zum Beispiel hier, der Arni. Das wäre gerade so ein Fall, der hat nicht mehr allzu viel Leben. Das müsste ich eigentlich mit der Karre hinkriegen, dass ich den auf Null kriege. Aber ich komme da natürlich wieder nicht ran. Was ramme ich? Einer, der sowieso schon weg ist. So runter von mir, so gut kennen wir uns nicht. Was soll das denn? Michi mit dem Mähdrescher. Und wenn ich hier bin, sind alle da hinten und umgekehrt. Das ist auch sehr schön. Oh, habt ihr gesehen, der hat gerade noch einen kleinen Zipfel gehabt. Ja, und wenn ich dann... aber jetzt habt ihr... Das ist genau das, was ich meine. Habt ihr gesehen, wie es den verworfen hat? Das sind eben... Das ist das Gewicht, das wir haben. Also wenn ich mit Tempo komme und einen ramme, dann habe ich schon einen Vorteil. Jawohl, den haben wir zerstört, den Lucy. Das war allerdings auch nicht so schwer. Der war gerade im Rollen oder am Rollen. So, 33 haben wir noch an Leben. Ja, zwischendurch. Da wären beide eigentlich fällig gewesen. Und ich fahre zwischendurch. Ist nicht wahr. So, dreh ab. Aber nicht doch ein komplett unbeschädigter Luciandra. Den wollen wir doch nicht rammen. Wozu denn? Ja, den konnte man nochmal kurz. Jetzt ist bei uns dann aber eh auch gleich Feierabend. Der nächste, der uns erwischt, kassiert die Points. Zack, schenken wir sie Andi. Der war gerade da. So, Respawn. Ich bin aber nicht mal letzter. Normalerweise bin ich bei dem Zeugs immer letzter. Oh, wenn ich den erwischt hätte, der ist eigentlich auch schon komplett hinüber gewesen. Ja, der Mähdrescher hat natürlich noch mehr Gewicht. Als wir. Oh, nö, ich komme da nicht ran. Jetzt, er hier. Batz. Zusammenstoß, 50 Punkte, das ist schon mal schön. Aha, okay, das war ganz clever. Nicht rammen, ich bin gerade am Zurücksetzen. Dankeschön.
Ja, das, man kann halt ohne Tempo kann ich nichts machen. Zack, aber den haben wir erwischt und den haben wir sogar zerstört. Das war auch nicht mehr schwierig, der war schon fast kaputt. So, ist hier noch jemand? Ich fahre mal dem Rohorn hinterher. Ja, den kann man ja auch mal schubsen. Lucy ist wieder zu heile, Austria ist ja noch heiler. Gibt es ja auch Unheile, guck mal, dem hätte ich jetzt gerade kurz geholfen. Oh, jawohl, den dritten zerstört. Okay, ich laufe zur Höchstform auf. Wir sind auf Position 2. Ja, jetzt noch nicht nachlassen und nicht jetzt mich hier ins... Und nehmt mich da nicht ins Sandwich. Ich bin gerade böse am Punkte abstauben. Das Schlimme ist nicht mal der Dreher. Das Schlimme ist, dass du dann da stehst und im Prinzip nur darauf wartest, dass einer dich reinfährt. Weil du halt kein Tempo mehr hast. Boah, irgendeinen habe ich erwischt. Wen war ich auch nicht mehr? Das wäre der Fabian hier. Der Kollege Juhu fährt aber tatsächlich nicht mit. Kann das sein? Ich hätte dich gar nicht gerammt heute. Nein, das tut mir leid, wenn du wegen einem Rahmen von mir einen Hexenschuss hast. Aber da muss ich irgendwie die Verantwortung ablehnen. Also das ist halt ein Videospiel. Da sollte man nachher keinen Hexenschuss haben, wenn man sich erschreckt. Also man sollte sich ja gar nicht erschrecken. Aber eben, sollte, wenn du das hast, dann ist natürlich blöd. Wieder komplett heile. Luciandra fährt nur mit heilen Autos rum. Ja, wäre hier gerade mal... Ja, kriege ich nicht gewuppt. Ich habe das Tempo nicht, dass ich da Power reinkriege. Lass ich ihn ziehen, das bringt nichts. Schon wieder Luciandra. Wenn ich einen erwische, dann ist es Luciandra. Das war ein schöner, den hat er gut gemacht. So, respawn. Wir haben noch 4 Minuten. Zu wenig erwischt. Luciandra war auch nicht mehr allzu fit. So, weg. Arni kommt. Oh, und von hinten. Eieiei, wer war das? War es wieder Luciandra? Ich glaube, ja. Ne, hier ist Luciandra. Da habe ich ihn zu Unrecht verdächtigt. Entschuldigung. So, auch noch mein Pulk rein. Und dann irgendwie wieder heile rauskommen. Das ist die Kunst. Ja, das hat sogar halbwegs geklappt. Aha, den hat er mir schön vors Auto geschubst. Na, haben wir noch irgendwo? Nein, Lucy, nein. Muss doch nicht. Nein, nein, das ist doch nicht nötig. Oh, und dann werde ich wieder in Fremdautos reingeschmissen. Stell dich so hin, dass ich wieder genau losfahren kann. Jawohl, nochmal einmal aufs Dach rüber. Dankeschön. Aha, da schmeißen sie mit Panzerwagen rum. Kriege ich nicht gewuppt. Ich sehe noch, dass der keine Punkte oder kein Leben mehr hat. Der Lenny zum Beispiel hier. Aber ich habe kein Tempo, das wird nicht klappen. Demolierhilfe hatte ich noch, okay. Was auch immer das und sagen will. Zum 5. Mal Lucy heute und jetzt bin ich schon wieder demoliert. Ja, 3 zerstört, aber ich bin, glaube ich, mehr kaputt gegangen, als dass ich zerstört habe. Also ich laufe hier nicht, doch nicht zu großer Form auf, sondern im Endeffekt ist es wieder so wie meistens. Aber ich liebe halt die Power, die die Karre hat. Wenn ich mit Tempo komme, sage ich es nochmal. Also außer der Mähdrescher hat eigentlich keiner wirklich eine Chance. Also was heißt eine Chance? Hallo! Was heißt eine Chance? Dahingehend, dass wir sie nicht wegrammen. Jawohl, den habe ich noch gekriegt. Danke, Lucy. 6 zerstört, das bessert langsam. Schon wieder Luciandra. Und Luciandra ist immer heile. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der schummelt doch. Ich weiß, der hostet. Wahrscheinlich hat der einen Knopf. So, den drehen wir mal noch. Wir sind Pannenhilfe. Der hat doch einen Knopf und dann ist das Auto wieder ganz wahrscheinlich. Schummeleien, Schummelieschen sozusagen. Flucht. Ja, aber wohin? Fahr vorwärts. So, Abflug zusammen mit Fabian. Nein, Gisblo, nein. Finger weg. Jawohl. Und schnell wieder weg. So, 2 Minütchen noch. Wir sind immerhin auf der 4. Also. Den habe ich leider nicht ganz erwischt. Ja, jetzt schieben wir den Lenny mal noch ein bisschen dagegen drum. Den auch noch kurz. Das bringt alles nicht viel.
Vor allem nicht da stehen bleiben. Der Arm ist heile, den lassen wir. Da komme ich nicht ran. Ja, hat auch nicht gereicht. Oh ja, aber da fällt er mal aufs Dach. Also das ist natürlich, wenn du den Mähdrescher auf die Birne kriegst, da musst du dich nicht wundern. Dass dann die Karre kaputt ist. Ja, die hätten alle eigentlich... Nein, er nicht, aber die anderen, die hätten eigentlich alle wenig Punkte, also wenig Leben. Hier hinten waren sie. Wo sind sie denn? Ja, jetzt sind sie ganz raus. Karinthia mal noch drehen. Oh, da der Marflo wäre auch ein Kandidat. Da komme ich noch nicht hin und jetzt ist er, glaube ich, eh weg. Oh, Respawn. Naja gut, das darf er. Wenn er natürlich auf der Seite liegt, kann er ja nicht anders. Ja, wieder zu wenig. Nur noch 40 Sekunden. 5 von 15. Ja, besser wie auch schon. Nicht ganz zufriedenstellend, aber okay. Ah, nö. Wenn ich den erwischt hätte, hätte ich wahrscheinlich nochmal einen Punkt gemacht. Der Andi ist natürlich auch stabil hier. So ein Land Rover oder was das ist. Was das ist. Hat natürlich auch. Power 13 Sekunden. Los, los, los. Ne, kriege ich auch nicht mehr kaputt. Ja, wir bleiben aber auf der 5, so wie es aussieht. Stimmt das? Ne, jetzt habe ich gar noch eine Position verloren. Heißi, wenn du weiter auf dem Platz 4 bleibst, gibt es später noch ein Bier für dich. Das wäre lieb, hat aber nicht ganz geklappt. Ich war eigentlich auf der 5 und dann hat mich Gisbel gerade noch kurz überholt. Marflo hat gewonnen, herzliche Gratulation mit 9 zu 5. Wow, okay, 9 Kills, 5 mal selber erwischt worden. Eine gute Quote, würde ich sagen. Ja, genau, das nächste Mal bringt Luciandra Bier mit. Muss ja mal nochmal Musik haben. So. Ich weiß, warum ich nur 5. oder 6. wurde. Die Musik hat gefehlt. Kein demoliert? Ja, das gibt's halt. Das hatte ich auch schon mal, dass ich wirklich gar keinen erwischt habe. Das hat nicht mal für das Konfetti gereicht. Nein, dafür müsste ich gewinnen. Für Feuerwerk und Konfetti wahrscheinlich müsste ich gewinnen. So, allora. Ah, der Flummer hat schon Bier. Sehr schön, danke. Werde ich mir nachher wahrscheinlich auch noch gönnen. Also ich würde mich wundern, wenn ich mir nachher nicht ein Bier gönne. Aber nach dem Stream, weil jetzt muss ich noch fahren. So, wir haben Rennen. Das heißt für mich, ich gehe wieder zum Dragslayer. Und gehe gleich auf Bereit. Einmal Strecke Hellrider. Dann würde ich aber eine andere Karre nehmen. Weil dann werde ich mit dem Dragslayer hier nicht alt. Das ist das Teil mit der Rampe. Stimmt das? Nimm einen stabilen Wagen. Danke, Lucy. Eben, ja, ja. Ich dachte es mir auch gerade. Der Grand Duke, was hat denn der für ein Kurvenverhalten? Nee, das ist halt auch Käse. Der hier ist ein bisschen stabiler. Soll ich den mal testen? Der hätte ja auch ein gewisses Tempo hat der ja auch. Machen wir mal das. Was habe ich jetzt genommen? Gatecrasher, okay. Ja, dann versuchen wir mal mit dem Gatecrasher hier was zu machen. Danke, Lucy, für den Tipp. Ich habe es fast geahnt. Von wegen eben, dass das die Strecke ist, irgendwie mit dem Looping. Und alle schreien Bier. Ja, Leute. Ihr habt doch alle Kühlschränke. Da wird ja wohl noch ein Bierchen drin sein. Sonst seid ihr verantwortungslos umgegangen mit dem Umgang mit Bier. Wenn ihr kein Bier im Kühlschrank habt. Ich habe einen ganzen Kühlschrank voll. So, ich werde aber nicht den ganzen Kühlschrank leeren. Ist unter der Woche, aber ein kühles Bier, das geht eigentlich schon, würde ich behaupten. So, also, Hellride, das ist so eine Hassliebe von mir. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich mag die Strecke auf der anderen Seite. Schwierig. So, cool mit der Pershing auf dem Dach. Nicht jetzt schon schubsen, wir fahren doch erst gerade los. Oh, lalalala. Ich gehe nicht über die Schanze. Das kriege ich irgendwie nie gewuppt. Also die Landung kriege ich vor allem irgendwie nie hin. Und jetzt bin ich eigentlich auf der falschen Seite, wenn man es genau nimmt. Oh, da kommen welche. Okay. Ui, gefährlich. Nein, hier wollte ich ja eben nicht lang. Boah, der hat aber... Was hat der denn für ein Kurvenverhalten hier? Der rutscht in der Gegend rum.
Nein, nein, Adi, das ist doch mies. Oh nö, come on, ich war gerade in so einer guten Position. Und dreh dich doch nochmal 10.000 Mal. Oh, zurücksetzen. Das stimmt nicht in die Richtung. Schade, ich war eigentlich auf einem relativ guten, Platz. Der Arnie hat mir jetzt alles verdattelt. Mit seinem ollen Reindüsen. Mal gucken, ob wir den noch erwischen. Dann dattel ich mal zurück. Der fährt auch rechts dran vorbei. Okay, während ich glaube mich hieß, es fährt da tatsächlich über die Schanze. Wir können ja auch mal noch einmal so geckeshalber, weil ich werde hier kaum eine gute Position hinkriegen. Wobei, ich hole gerade wieder auf. So ist es auch nicht. Das ist halt schon keine schlechte Karre hier. Der hat natürlich einerseits tatsächlich Tempo und auf der anderen Seite mit 7,9. Hallo Arnie. Macht er den Rittberger. Oh, Gießblock. Oh, mitten in der Strecke drin. Mit 7,9 haben wir natürlich auch ein relativ gutes, was sagt man dem denn? Nicht ein Schadensmodell, sondern halt, ja, Robustheit. So, kann es sein, dass der Sound irgendwie wieder leiser ist? Nein. Ein Bier und der Tag gehört dir. Genau, das klingt vernünftig. Spaß macht es immer, wenn man Wreckfest spielt und dann juckt es in der Nase. Das ist immer sehr Halleluja. Auf zu Heisi? Nein, nein, nein. Möchtest du helfen, den Bier, den Kühlschrank zu leeren? Das kriege ich alleine hin. So, jetzt machen wir doch mal noch den Sprung. Ja, oder auch nicht. Oh Gott, nee, das war jetzt keine gute Idee. Ohne Tempo. Na ja, gut, dann verschlettert es mich wenigstens nicht so. Aber das dauert 10-mal länger wie außenrum. Unmöglich. Irgendwie kann es sein, dass das Fahrzeug irgendwie ganz, ganz einen bescheidenen Sound hat. Also das ist irgendwie so ein Gurren, wie so von einer Brieftaube. Hört ihr das? So eine Mischung aus Rasenmäher, Schreibmaschine und Brieftaube. Das ist nicht wirklich Motorengeheul, so wie man das gerne hätte, wenn man hier mitfährt. Oh, ich komme ins Trudeln. Ja, auf der 7, jetzt bin ich natürlich mit der 7 nicht zufrieden. Früher wäre ich mit der 7 zufrieden gewesen. Wenn wir vorher im Rennen Vierter wurden, dann ist Platz 7 natürlich einfach dreimal schlechter. Also gefühlt. So, und der Sound von der Karre, der ist ja furchtbar. Also eigentlich sollte man das Fahrzeug gar nicht mehr nehmen, nur weil der Sound Käse ist. Schön geschubst. Oh, wie kommt der denn daher geflogen? Habt ihr das gesehen? Das war ja ganz arg. Nicht hier an meinem Heck, weil sonst rutsche ich. Dankeschön. So, ich bin auf der 5. Arnie, jetzt lass mal ab. Das ist jedes Mal dieser niederösterreichische Wahnsinnige, der mir hier am Genick hängt. da kommt er schon wieder. Pfui. Finger weg. Pfui. Pfui, Deibel. So, wieder in die Stahlwand rein. Das klappt eigentlich relativ gut mittlerweile. Aber hier klappt es dann irgendwie nicht mehr. Ja, da bremse ich halt. Und wenn ich natürlich bremse, dann kommt der Arnie gleich wieder. Ich glaube, die Pershing macht ihn schnell. Ja, Fünfter, letzte Runde. Gute Karre. Muss ich mir merken, dass die Karre tatsächlich hier für die Strecke nicht so schlecht ist. Ne, nicht darauf. Ne, ne. Ah, ne, 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 ne. Was war das denn? Er macht Männchen, um Gottes Willen. Oh, Luciano hat gewonnen. Herzliche Gratulation. Jetzt habe ich gerade noch die Hälfte von meiner Inneneinrichtung verloren. Wie geht das denn? Das sah aber gut aus. Einmal in die Rampe rein und die Tür ist weg, okay? So. Haben wir's? Jawohl, beendet. Wenn du ohne Tempo über die Rampe fährst, brauchst du lange. Fahr volle. Ja, ich wollte ja volle Pulle, aber da war halt ein Fahrzeug im Weg. So, Fünfter geworden, immerhin. Lucian, herzliche Gratulation. Vor Andy Börner, auch stark. F1-Zerstörer auf der 3, Carinzi auf der 4. Heise auf der 5, auf der 6, Arnie auf der 7, Argent auf der 8, Gisplo, dann Austria, dann Marflo, Watson, Rohan, Michi und GTSOB. Eben, ich wollte ja über die Rampe, aber da stand ein kaputtes Fahrzeug. Da habe ich dann halt kein Tempo aufnehmen können. Ja, irgendjemand kam da so angeflogen. Kannst du im Video dann gucken, das sah relativ gut aus. Im Kinderland möchte die kleine Türe von Heise abgeholt werden. Ja, bitte vorsichtig behandeln, die ist sensibel, die kleine Tür.
Sah aber schon gut aus. Ich bin wirklich in die Rampe rein. Puff. Und weg war also die Tür. Naja, Türen sind überschätzt. Wer braucht in einem Rennwagen eine Tür? Also ich nicht. So, nochmal ein Rennen. Jetzt sind wir gespannt, was jetzt für eine Strecke kommt. Heißes Rakete auf dem Dach. Ja, die ist cool. Die hat mich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen beschleunigt. Das ist natürlich einfach Psychologie. Wenn du eine Rakete auf dem Dach hast, denkst du, du bist der Schnellste. Muss schon sagen, das Game ist cool. Michi 0010, freut mich, wenn es dir gefällt. Ja, das ist cool. Alter Fuchs knallt mir voll rein und sagt, ich soll ablassen. Welcher alte Fuchs, Arni? Moi? Schönes wie Bauin Fuchs. Was heißt denn Fuchs auf Französisch? Ach du Grüne. Keine Ahnung. So, also nochmal ein Rennen. Mal gucken, was sich Luciandra für eine Strecke aussucht. Northland Raceway, okay. Ja, das sieht wieder nach Sand aus. Ich glaube, da greife ich tatsächlich nochmal zum Dreckslayer. So. Ich meine, ich kann das ja auch sagen, weil, wenn ich es nicht sage, die Leute, die fahren, wenn die den Stream anhaben, kann ich den nicht nehmen? Warum habe ich denn den Haken jetzt hier? Hä? Moment. Gatecrasher. Wagen wählen. Habe ich ihn jetzt? Dreckslayer. Jetzt hat es geklappt. Okay, dann können wir bereits auf bereit gehen. Eben, ich kann ja auch sagen, welches Fahrzeug das ich nehme, weil wenn jemand den Stream guckt, weiß er sowieso, ist also egal. Und ganz hinten nach 3 muss man auch erstmal schaffen. Ja, und vor allem, das macht vor allem Spaß. Also das habe ich in der Formel 1 teilweise. Nicht, dass ich Dritter werde, aber dass ich von ganz hinten dann mich nach vorne ein bisschen arbeite. Das macht Spaß. Dann hast du halt viele Duelle. Und ein Rennen lebt natürlich irgendwo von Duellen. Also das ist ganz klar. Es gibt Tage, da klappt nichts. Heute ist so einer. Ja. Nö, bei mir nicht. Bei mir war, glaube ich, am Sonntag war so einer. Als mir dann irgendwie tatsächlich beim Lenkrad noch der Knubbel abgebrochen ist. Also da dachte ich auch mal, ja eben. Ja, wie du gerade jetzt denkst, Gisblo. Es gibt so Tage, die gibt's nicht. Definitiv nicht. Heute ist eigentlich, ja, bis jetzt zumindest war es okay. Und jetzt ist er dann gleich vorüber. Viel passieren sollte da nicht mehr. So, volle Pulle. Mit unserem schnellen Fahrzeug. Ja, ist wieder eine richtig, das ist wieder so eine richtige Rennstrecke, eine coole. Allerdings, das ist natürlich Käse, wenn man mich hier schon wieder zu Beginn gleich rausballert. Oh, Carinthia. Weg, weg, weg. So. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich bin ja weit, weit hin. Aber auch kein Wunder, weil so am Anfang. Oh, da ist einer auch in die Rabatten raus. Ich glaube aber, der wurde auch vom Andi rausgeballert. Aber das darf man natürlich, das ist nicht verboten. Sonst wäre es nicht trackfest. Was wir eben nicht wollen, was aber auch nicht mehr passiert ist, wenn jetzt jemand hier die Kurve zum Beispiel nicht erwischt und in die Leitplanke reinfährt und dort steht, dass dann 4 in den reinknallen, weil das ist idiotisch. Fahr dein Rennen. Und wenn du da reinknallst, demolierst du dir die Karre und wirst das Rennen nicht gewinnen. Aber dass man im Zweikampf mal rempelt, macht und tut, das ist trackfest. Also das ist ganz klar, dass man das macht. So, ein bisschen konnte ich mich verbessern. Carinthia ist halt wirklich schnell mit ihrem Mini Cooper, weil der so wendig ist. Ist das nicht eh das gleiche Fahrzeug wie das der Michael jeweils hatte? Der ist mit dem Teil doch auch immer so schnell. Oh, das war nix. Jetzt Beschleunigung ausnutzen. Ach, ein Arni. It's an Arnie in front of me. Er ist auch schnell. Das ist auch ein Elend. Arnie war mal so angenehm nicht schnell. Als er angefangen hat mit den Spielen. Und jetzt ist er halt einfach irgendwie auch einfach irgendwie die ganze Zeit nur schnell. Kämpft er auch mit dem Mini Cooper. Oh, jetzt hat er Glück gehabt. Da hätte es ihn fast irgendwie zumindest fast gedreht. Oh, es ist halt, glaubt mir noch einer, wenn ich sage, ich kenne die Strecke nicht. Ich hoffe es mal, weil das ist halt so. Ich kenne die Strecke tatsächlich nicht. Ich lerne sie gerade kennen, habe aber tatsächlich Spaß damit. Also irgendwie ist sie cool. Das ist so.
Oh, genau. Ich wollte noch sagen, zu früh gebremst, aber genau, das muss ich mir halt merken. Nach Startziel kommt hier diese üble Kurve. Da kannst du tatsächlich mit Sliden nichts machen. Da musst du auf die Bremse. So, noch Kanani vorbei. Innen durch, das ist immer schön. Dann haben wir Lucy vor uns. Der müsste das Fahrzeug mal wieder warten. Das sieht ja aus ganz, ganz übel. Meins muss so aussehen. Das ist vom Werk her so. Oh, Dreikampf. Die Kurve, da verliere ich jedes Mal massiv Zeit. Ich weiß nicht, was ich da anstelle, dass... Oh, ich dachte, ich erwische Carinthia. Denkst du? Oh, da zieht schon zu da vorne. Oh, da kommt schon wieder der Schubser. Der niederösterreichische Schubserkönig. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Ja, jetzt. Ui. Schönes Duell mit Arni. Nicht ganz schmerzfrei, aber schön. Oh, nee, ich vergesse es schon wieder. Oh, zum Glück war da ein Fahrzeug. Das hat mich gerade noch mal kurz in die richtige Spur zurückgebracht. Besten Dank dafür. Na, 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 na. Finger weg, Finger weg. War der vorher schon vor uns? Nee, der hat uns jetzt überholt. Der ist wieder irgendwie weit hinten gestartet und jetzt überholt er wieder das ganze Feld, so wie es aussieht. Oh, auf der 5 gelandet. Kann ich meine Leistung bestätigen aus den vorhergehenden Rennen? Guck mal, irgendwie scheint es tatsächlich, als hätte ich jetzt langsam eben ein bisschen den Dreh raus. Weil das sind komplett andere Platzierungen wie noch vor 2 Wochen. Da wurde ich in der Regel ja immer irgendwie 14., 13. Vielleicht auch jetzt mittlerweile ein bisschen besseres Händchen dafür, welches Fahrzeug das ich nehme. Nein, Gelle glaube ich dir eben nicht. Ich bin hier schon mehrfach gefahren. Okay, waren in einem früheren Leben. Ich kann mich echt nicht entziehen. Das hatte doch nie so Kurven. Ich weiß es auch nicht. Naja, ist ja egal. Wir sind ja halbwegs gut unterwegs. Da passt das schon. Und eigentlich, guck mal, hier vorne, die wären eigentlich alle auch noch in Reichweite. Das ist jetzt nicht so, dass die meilenweit weg sind. Ja, aber ich komme nicht so richtig ran. Doch, jetzt Carinthia überholen wir natürlich, wenn sie da... Ne, das war aber... Doch, war Carinthia, glaube ich. Wenn sie das um den Bergpreis macht. Aber ich glaube, sie hat halt einen Schubser gekriegt hier von Gisplo. Aber cooles Rennen. Das macht tatsächlich auch Spaß. Oh, da ist... Oh, ja, ja. Nein, oh, ja, ja. Jetzt gib, 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 gib. Oh, nö, nicht mich schrammen. Nein, nein, nein. Oh, was für ein... Oh, la, 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 la. Ui, was für ein Herzschlagfinale. Da haben wir beide eingehängt. Arm unter... Oder Arm in Arm. Sehr schön. Dankeschön. Gisplo war sehr schön. So, Vierter geworden. Ist doch cool. Archent hat gewonnen. Herzliche Gratulation. Stark. Vor dem F1-Zerstörer, vor Gisplo, Heisi auf der 4, auf der 5 Lucy, auf der 6 Carinthia, auf der 7 Arni, auf der 8 Andreas Börner, dann Rohan, Marflo, Austria, Watson, Michi und GTS OB. Die haben wahrscheinlich die Strecke umgebaut. Das Gefühl habe ich eben auch. Die haben aus der einen Kurve die andere gemacht und aus dem geraden Stück der Strecke ohne Kurve. Ja, aber dann ist es eben auch eine andere Strecke. Dann ist es eine neue Strecke. Das ist ja das, was ich immer behaupte. Die Gegend ist immer die gleiche. Aber die Strecke ist die Strecke ist eine andere. Habe ich zumindest das Gefühl jedes Mal. Und die können ja nicht einfach Kurven rausnehmen. Gibt's ja nicht. So, wenn ich mich richtig entsinne, dann käme jetzt die Arena mit Gruppen. Sehe ich das richtig? Ich hoffe es mal. Aber ich muss gestehen, es ist tatsächlich auch ohne längere Haare einfach zu warm. So. Heieiei. Hier am Bodensee. Was? Ja, genau. Heisi dampft wieder. Ja, klar, der dampft wieder. Was heißt wieder? Ich habe nie aufgehört zu dampfen. Ich habe mal irgendwann angefangen, als ich mit der blöden Raucherei aufgehört habe, zum Glück. Und seit da dampfe ich. Hab bestimmt Italiener gemacht. Ja, das kann sein mit so vielen Kurven. Ja, definitiv. Zum Glück. Dann aber eher der von Monza, weil die Strecke ist ja cool.
Nee, Blödsinn, die in Imola ist cool. Und die in Monza, die ist, ja, also die sportet jeder Beschreibung. So, nehmen wir für Speedway-Ding, ich würde eigentlich glatt nochmal den Grand Duke nehmen. Genau, er war's. So, bitte nicht die Gruppe wechseln, sonst gibt's ein Durcheinander. Nein, geht SOB. Ach doch, Wagen wechseln, kein Problem, kein Problem. Wagen dürft ihr wechseln, bitte nicht die Gruppe. Sonst gibt's ein Durcheinander. Am Bodensee kann ich den Boden sehen. Nein, Andi, das glaube ich nicht. Der ist relativ tief. Wie tief ist er? Ich glaube, der ist an der tiefsten Stelle, irgendwie fast 400 Meter tief. Das klingt jetzt nicht nach so viel, ist aber für einen See doch ziemlich tief. So, bereit könnten wir auch noch einstellen. Also, ich denke, die Regeln sind klar. Auch wenn neue Leute dabei sind, eventuell. Ihr seid in der Gruppe, ihr müsst einfach die anderen rammen. Wir kämpfen jetzt als Gruppen. Ich bin zum Beispiel rot, genauso wie der Watson oder der Arnie oder der Argent. Und wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir kämpfen natürlich dann gegen die Blauen. Diesmal gewinnen die Blauen. Nein, diesmal gewinnen die Roten. Mal gucken, wer gewinnt. Den Wagen habe ich. Grand Duke, jawohl. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin rot, also alles, was blau ist, muss gerammt werden. Den Rest müssen wir verschonen, wenn es irgendwie geht. Nein, eben Arnie, doch nicht mich. Als erstes rammt Arnie gleich mal mich. Aber ich glaube, er wollte mich nicht rammen, er wollte einfach da lang. Das kann natürlich auch sein. So, das wäre ein Blauer, wenn ich rankäme. Oder er hier. Jawohl, schon mal schön ins Sandwich genommen, mich. So, den können wir auch noch mal. Ja, das wird nichts. Da haben wir einen roten. Da kommt ein blauer. Der Marflo. Ja, nehmen wir den Bus. Dass wir den noch mal crashen. Marflo dürfen wir auch noch mal schieben. Er wäre hier auch. Jetzt geht das wieder los, dass ich die Leitplanke küsse. Nein, nicht doch. Wie fies war das denn? Den lassen wir in Ruhe. Das ist ein Freund. Da kommt ein roter, das macht Carinthia. Nein, 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 danke schön. Oh, Lucy. Batz. Jawohl, ein zerstört. Ui, aber bei uns ist auch nicht mehr so viel los. Kriege ich leider nicht hier, Rohan. Der nächste, der uns erwischt, wird die Punkte kriegen wahrscheinlich. Arnie, du müsstest meinen die Box. Irgendwas ist an deinem Auto. So, wie viel habe ich noch? Immer noch 15. Nein, ich müsste den hier rammen, den Marflo. Wenn dann. Da kommt noch mal einer. Ja, der kriegt die Punkte natürlich, aber irgendeiner kriegt sie halt. Da können wir nicht viel dagegen machen. So, im Moment führen die Roten. Das sehe ich natürlich mit Begeisterung. Da den Lutz ein bisschen drehen, damit er wieder besser wegkommt natürlich. Das war nicht mal der Punkte wegen. Oh, stimmt, das Ding hat keine Kurvenlage. Jetzt habe ich es auch gerade gemerkt. Das ist ja gewaltig, wie sich da rausdreht. Ja, das war ein schöner. Jawohl, der war auch schön. Hat zwar nicht zum Zerstören gereicht, aber trotzdem. Ja, hätte ich auch gerade gemacht, wenn da der Bus nicht zuvor gekommen wäre. Lucy, guck mal. Batz. Habe ich ihn nicht ganz kaputt gekriegt? Nein, leider nicht. Schade eigentlich. Aber es geht ja um die Gruppe, wie gesagt, nicht um die Einzelnen. Oh, ui, das ist natürlich heavy hier in die Bande rein. Hat er das so geplant? Oder war das jetzt Zufall? Keine Ahnung. Ah, Rohan will nicht. Guck mal an. Da hat er gekniffen. Warum weiß nur er? Einmal quer rüber. Irgendwo sind hier Blaue. Ich rieche es. Ja, jetzt ist der schon weg. Da muss ich nicht mehr rein. Da mache ich mir nur die eigene Karre kaputt. Der Marflo wäre noch blau. Ja, da tritt er auf die Bremse. Jetzt hat er mich völlig ausgebremst. Jawohl, aber da habe ich ihn auch in die Leitplanke reingekriegt. Also das war nicht eine Leitplanke und jetzt noch komische Mauern. Seltsame. Oh, da kreuzt ein Roter deinen Weg. Ah, nochmal ein Roter. Überall Rote. Michi, nimm den Bus aus dem Weg.
Lucy wäre wieder fällig. Oder er hier, ne? Der ist schon hinüber. Oh, ah, nicht, Entschuldigung. Konnte nicht anders. Jo. Okay, ich bin zwar demoliert, aber habt ihr jetzt wieder gesehen, die Power, die die Karre hat? Einfach durchs Gewicht, das wir haben. Nein, nicht den roten. Der war im Weg, ich konnte da nicht durch. Ja, komm wieder nicht ran. So, da bin ich aber rangekommen. Ja, es ist relativ knapp. Also die Roten führen mit, ja, knapp 10 Punkten Vorsprung. Viel mehr ist es nicht. Der F1-Zerstörer mag auch nicht. Okay, ich glaube, die mögen das Gewicht von meinem Fahrzeug nicht. Schade, den hätte ich ein bisschen direkter eigentlich rangemusst. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich noch erwischt. Also ich habe ihn erwischt, aber halt ein bisschen wilder erwischt. Ist das das Fahrzeug, wo ich vorher die Tür verloren habe? Ich bin mal gespannt, wie da... Das war nicht die Tür, das war was anderes. Mal gucken, wie lange es geht, bis ich die Tür verliere. Sag mal, haben wir noch Gegner? Ich fahre hier nur noch im Kreis. Jo, den haben wir zerlegt. Es ist halt, ich stelle immer wieder fest, Verfolgungsjagden bringen gar nichts. Weil irgendwie, wir sind alle gleich schnell. Und in der Regel, wenn du dann einem folgst, wirst du halt einfach von einem anderen irgendwie abgeschossen. Oh, den habe ich hier auch nicht. Ja, es ist denkbar knapp. Sagen wir es mal so, das sind gerade... Ui, Anima. Ui, das sieht aber cool aus. Nochmal voll in Lucy rein. Nein! Ah, sorry. Wer war's? Watson, glaube ich. Ich konnte nicht anders. Bin ich noch weggekommen. Doch, hat gereicht, um ihn zu zerstören. Ich dachte gerade, das war zu langsam. Aber jetzt kriege ich hier... Danke für den Follow. Ich sehe gerade nicht. Wo ist denn mein Follow-Ding? Ist wieder weg. Dieses komische Ding mit den Monitoren, mit der Auflösung. Das ist schon schräg. Dass es bei mir dann irgendwie auf gewisse Fenster irgendwie immer völlig woanders hinstellt, wie sie eigentlich mal waren. Jetzt bin ich demoliert. Hallöchen, Fabian. Fabian 2066, Hallöchen. Jo, den haben wir schön auseinandergenommen. Ja, aber es sind immer noch 2-3 Punkte Unterschied zwischen Rot und Blau. Also wir Blauen, wir Roten sollten mal noch mal ein bisschen Gas geben und uns noch mal ein bisschen um die Blauen kümmern. In irgendeiner Art und Weise. Wäre wichtig. Nein, 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 nein. Er hat wahrscheinlich auch gerade gedacht, nö, 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 nö. Gleiche Farbe. Wir Roten halten zusammen. Mit allen Kräften, mit gemeinschaftlichen Kräften gegen die Blauen. Come on, wollt ihr nicht mehr? Warum rammt mich denn keiner? Ja, erwisch ich nicht. Muss ich jetzt wieder Luciandra rammen, weil sonst keiner will? Ja, wie gehen sie mir aus dem Weg? Jetzt hier auswärmen. Jawohl, den nehmen wir nochmal. Nein, sorry Watson. Das ist glaube ich das zweite Mal, dass ich den jetzt erwische. Irgendwie, ich sehe es zu spät und dann kann ich ihn mehr bremsen. Jo, das war auch ein schöner. Hier haben wir nur rote, die lassen wir in Ruhe. Da hinten liegt noch was auf dem Rücken, schade. Die Spawn. Das sind alles rote. Ja, Carinthia ebenfalls. Oh, da ist noch ein blauer gekommen. Da kommt einer. Gießblock. Jawohl, da habe ich den fünften. Sehr gut. Ja, es ist aber immer noch knapp. Also wir dürfen uns noch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen hier. Liebe rote Mitfahrer. Das Auto von Heise sieht aus, als würde ein Holzfällerbetrieb. Ja, oder irgendwie eine wütende Ehefrau. So, mit der, ich meine, die Axt, die steckt ja nicht im... Wir nehmen die Axt ja nicht irgendwie mit in dem Sinne, sondern die Axt, die steckt im Dach drin. Würde man sagen, da ist der Mann wieder zu lange in der Kneipe gewesen und das war die Antwort von der Frau. Und so fährt er dann am nächsten Tag zur Arbeit. Könnte ich mir in Amerika vorstellen. Oh, ich... Nein, schade, der ist weg. Ja, ist immer noch knapp. Die Roten sind vorn, aber... Zu wenig erwischt. Schade. Ja, fast den Bus gedreht. Uff, war das ein blauer? Ich hoffe es mal. Sonst war es fies. Ja, setz mal zurück.
Hemmungslos, einfach setzen, danke. Ja, also wir führen als Rote, aber eben, bitte jetzt nicht ausruhen, es ist noch eine Minute zu fahren. Da kann noch einiges passieren. Aber irgendwie, was mache ich denn hier? Oh nö, nicht den Roten. Hier, ihn hier. Allerdings, das ist natürlich eine fette Karre, jetzt habe ich wieder keinen Vorderteil mehr. Aber die Tür ist noch drin. Das ist sehr wichtig, habe ich ja gesagt. Türen sind bei Rennautos sehr, sehr wichtig. So, 40 Sekunden. Jo, jetzt haben sie wieder aufgeholt, die Roten. Die Blauen. So, hier mal nochmal rein. Ja, das ist halt, es ist halt zu eng. Das hatten wir aber, glaube ich, letzte Woche schon. Das ist halt wirklich irgendwie zum Ende hin. Ich glaube, es war ein Punkt Unterschied, den wir hatten. Das muss man erstmal hinkriegen. Sorry, Andi, ich wollte da links, da war gerade einer. Rot bis zum Tod. Ja, jetzt kommen die politischen Wahlsprüche. Schön gemacht, Arni. Da kann ich auch nochmal hinten reincrashen. Jawohl, Lucy nochmal schubsen. Jetzt bin ich noch demoliert zum Schluss. Oh, 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 oh. Oh nö, nö, habt ihr das gesehen? Ach du Grüne, die jetzt, wir waren die ganze Zeit vorn mit Rot. Und jetzt haben sie uns tatsächlich noch um 3 Punkte geschlagen, die Blauen. Heiliges bisschen. Naja, herzliche Gratulation an die Gegner. Um 3 Punkte geschlagen. Das Ganze gewonnen, eigentlich hat der Marflo, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, vor dem Andreas Börner. Also eigentlich gewonnen stimmt nicht, weil es geht um die Gruppen. Also die Gruppe hat gewonnen. Herzliche Gratulation an die Blauen. Gut gefahren in dem Fall. Es war aber wirklich das, wie soll ich sagen, das letzte, zum letzten Ticken hin. Davor waren immer die Roten davor. Immer so 2-3 Punkte. Viel mehr waren es gar nicht. So, gehen wir mal rüber. Ja, Musik kann ich ja so lassen. Hier gehe ich mal raus. Wenn ich es hinkriege, jetzt beenden das Spiel. So, jetzt lädt es wieder. Ich weiß nicht, was ein Spiel macht, wenn ich es beende. Wenn es dann lädt. Weil wenn ich es beende, muss es ja nicht laden. Was lädt es denn? Das Beenden? Das Beenden muss man nicht laden. Wie cool und knapp das war. Ja, finde ich auch. Also Spaß gemacht hat es heute extrem, das Fahren, muss ich auch sagen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt sicherlich ein bisschen besser gefahren bin wie auch schon. Das war vielleicht einfach auch mal ein guter Tag, den ich hatte. Das ist möglich. Aber irgendwie haben die Rennen mehr Spaß gemacht wie auch schon, komischerweise. Die roten Loser. Ja, ja, jetzt können die Blauen können jetzt laut rumrufen. Das ist natürlich klar. Jetzt, wo sie wegen 3 läppischen Punkten gewonnen haben. Ja eben, ach nö, ganze Zeit geführt und dann so bitter verlieren. Gratulation an Blau. Der Arne sieht es genau richtig. Wir waren wirklich von Anfang an vorne. Die ganze Zeit. Bis auf die letzten 2 Sekunden. Da hat es gewechselt. Ja, ja, gut. Vielen lieben Dank an Luciandra einmal mehr fürs Hosten. Allen, die mitgefahren sind, vielen Dank. Allen, die geguckt haben, vielen Dank. Vielen Dank nochmal für die ganzen Abos. Da sind ja doch wieder ein paar gekommen. Und den nächsten Stream gibt's, wenn alles klappt, am Freitag. Das wäre Transportfieber. Kann ich aber noch nicht versprechen. Was sicher ist, ist dann am Sonntag wieder Formel 1. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht noch was Feines. Tut euch noch was Gutes. Wir sind mitten in der Woche. Da kann man auch noch was Schönes machen. Morgen ist wieder ein normaler Arbeitstag. Gut, dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bye, bye.